Take one, two. Ist die Kopf größer als meine? Ja, viel. Viel mehr drin. Wieso ist mein Kopf so? Das tut mir jetzt nicht. Hast du dich dein Haar gebracht, oder noch viel mehr hast als ich? Ich muss weiter führen, dann bin ich größer. Du bist eitle Gocko. Nein, habe ich schon lange abgelegt. Ja, komm jetzt. Ohne Scheiß? Bin ich früher aber gesehen. Wirklich? Ja. Früher bin ich scheiße. Also ist dir also noch viel Mühe. Aber ganz ehrlich, nicht oft. Also dort fängt es schon an. Also du machst dir aber Gedanken, du würdest ja nicht so einen Aschblond wählen. Ja, ja, klar. Hast du noch ein bisschen zu den Augen gepasst und dann zum Jeansjäckli. Also alle haben gesagt, es wird nicht passen. Aber, also nicht alle, aber viele haben gedacht, es wird nicht passen. Ich habe das einmal gemacht. Ich weiß noch. Schlimm. Aber du hast wirklich mehr so einen Wasserstoff... Gelb ist es gewesen. Gelb, orange. Ja. Yeah. Nein, Katastrophe. Wir haben gesehen, Aschblond. Einen Sommer lang habe ich das gedreht. Es ist so ins Orange reingegangen. Mhm. Und wir sind uns die überlegt haben. Ja, es ist natürlich, das eine ist Bleichmittel und das andere ist dann noch eine Tönung, oder? Ja. Oder farbig, oder was auch immer. Nein, aber ich meine, die mache ich gar nicht so oft, die Frisur. Ich bin sehr oft mit Käppli unterwegs. Ich bin fasziniert, vor allem wie viel Haar du noch hast. Wie alt bist du? 34. Ah, okay. Ja. Generation unter mir. Eine Generation? Nein, hör doch auf. Was haben wir? 10 Jahre? 12 Jahre? Nee, Alter, so alt bin ich das auch nicht. 81. Also nicht einmal. Was eine Generation? Nein, ist einfach nur. Du hast auf das Morgenshow-Alter. Das haut halt einfach nochmal 5 Jahre drauf. Aber locker. Ich hatte Gen von meinem Großvater weg der Haar. Und mein Großvater hat jetzt noch ein sehr volles Haar mit 85. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass meine Haare bleiben. Ja, bist ja ein bisschen eifersüchtig. Ja, aber du hast, also abgesehen von Keimrotzecken, ist bei dir eigentlich auch noch easy. Du hast jetzt nicht so den Sidan oder so, weißt du? Nein, nicht kreisrunden Haarausfall, wie der Blick. Und komm. Aber viele machen es eben wie du jetzt so, aber bei dir ist es jetzt nicht der Fall. Mit dem Hütchen kaschieren sie, Mark Forster und all die haben ja kreisrunden Haarausfall. Und sieht einfach verdammt jung aus mit dem Hütchen oder Blick. Der hat ja nur einen Hut. Stimmt. Die Sidan jetzt nicht, bei dem würde es komisch aussehen, wenn er so einen Klopp. Ja. Kappen an hat, das würde irgendwie fast. Ja, eben, das ist die andere Option. A la Klopp, oder? Ja. Haar, Zehen, bam, einfach alles machen lassen. Cheers. Cheers. Ja, legen wir jetzt los, sind wir jetzt dran? Ja, natürlich. Natürlich. Ich habe gedacht, wir reden jetzt ein bisschen über Haar und Alterserscheinungen. Schön, bist du da. Hey! Mutzi, wir haben jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Eben. Höchstens mal Promi-Anlass hier, Promi-Anlass da, wo du aber vorbei huschst. Ja, aber also das klingt so, als wäre ich eingeladen. Ja. Es ist ja, wenn, dann eher, einfach weil ich auch etwas zu tun habe. Geht mir genau gleich. Eben. Wir sind ja, wirst du an Promi-Anlass eingeladen? Äußerst selten. Aber Das ist bei dir anders. Du bist in diesem Kuchen drin, du bist voll in diesem Mediengame drin. Hey, das ist wirklich die Berner Fraktion. Nee, der Schelke hat genau so. Das gleiche gesagt. Ja, nein, aber es ist ja so. Das sei ich. Oh, da bist du voll drin, da bist du mal im Schweizer Fernsehen, ja, einen grossen Samstagabend, da braucht man einen Lustigen, da kommt der Vormutzenbecher. Seit ich Comedy mache, bin ich es eigentlich nicht mehr. Da bin ich nicht mehr in dem Medienkuchen drin. Wir haben ja mal zusammen gearbeitet. Ja, lang. Also zusammen gearbeitet ist übertrieben. Ja, aber im gleichen Unternehmen. In der gleichen Bude gesehen, genau. Und wir haben dann, das weiss ich noch, und dann sind wir zuerst mal näher gekommen, intim geworden. Wo du sehr zärtlich gewesen bist. Genau, wo sagen. wir einen Ausflug gemacht mit dem Radio auf Barcelona. Hey, sind wir nicht sogar noch im gleichen... Was ist jetzt? Ja. Ich habe es nicht mehr. Ja, doch. Also ein paar Sachen weiss ich noch. Dann habe ich dich so richtig lernen kennen. Aber dann war es Funkstellung, da hast du recht gleich halt die eigenen Weg gemacht, im Gegensatz zu mir. Ja, also von Barcelona ist es schon ein paar Jahre gegangen, bis ich meinen eigenen Weg gemacht habe. Okay. Mit Barcelona, was ist das gesehen? 2012. Also wenn ich Fotos von denen anschaue, habe ich das Gefühl, ich bin 30 Jahre jünger. Mhm. Also kein AZG hat es noch nicht gegeben, noch kein einziges graues Haar. Also jetzt in den letzten 10 Jahren bin ich massiv gealtert und es ist ein progressiver Prozess. Das kann ich jetzt wirklich mal umschreiben. Mit 35 Jahren dachte ich, ich bin unsterblich. Ich werde nie älter, ich werde nie Gebrechen haben, ich werde nie Hoderassel haben, ich werde nie Gesüchte haben. Ja. So Wörter, die ich gar nicht kennt. Gut, vom Schelke, mein Kollege.
Gesucht, ich weiß nicht mehr, was Gesucht genau ist. Eine Gelenkskrankheit vielleicht. Okay. Etwas wie Gicht, ich sage etwas ganz Falsches. Aber ich so Körperteile lernen spüren, die ich vorher nicht gespürt habe. Ja. Das habe ich jetzt. Yeah. Und das ist in den letzten Jahren massiv gekommen. Dafür habe ich das Problem nicht so, wenn ich von vielen höre, ja, trinken kann ich nicht mehr, weil dann habe ich am nächsten Tag einen hohen Kater. Ja. Yeah. Da bin ich geicht jetzt. Das Problem habe ich nicht. Da ist die Kurve runtergegangen. Aber sonst habe ich jetzt gesagt, in den letzten 5 Jahren bin ich 15 Jahre gealtert. Ja. Ja, ist ja sicher auch jobbedingt, mit dem man so früh aufsteht und ich glaube, das macht schon etwas mit einem. Ja, okay, aber mir denkt so, rein managementtechnisch mache ich es besser als noch vor 10 Jahren. Ja. Yeah. Wo ich wirklich nichts habe und bin arbeiten. Yeah. Ja. Aber jetzt schlafe ich auch arbeiten. Aber das schlägt ja dann wahrscheinlich gleich noch drauf. Genau, das ist jetzt das Investment, Outlasten. Genau, das Outlasten. Investment, das du damals gemacht hast, in Negativzins, wo jetzt... Nein, jetzt auf einem Weg habe ich auf dem Papier viel mehr zu als vor 15 Jahren. Yeah. Viel mehr. Yeah. Aber ich komme viel zu mehr Schlaf und auch zu mehr Zeit für mich. Und das ist beim Thema viel gut. Hey, wie du die Brücke geschlagen hast. Man könnte meinen, du machst das beruflich. Ist es echt so ein esoterischer Podcast? Geht es in die Richtung? So ein bisschen Self-Help, Selbstoptimierung, Coaching? Gut, ich muss aber sagen, Selbstoptimierung ist ja nicht esoterisch per se. Nein, aber ja, okay. Selbst verschwimmt manchmal ein bisschen. Ja, es wird oft als das missbraucht. Meine Meinung ist aber, ich bin sehr pragmatistisch und pragmatisch. Nicht mal pragmatistisch, pragmatisch. Mhm. Ich wirf gerne mit Fremdwörtern um, wo ich keine Ahnung habe, wie man es ausspricht. Korrigiere dich, das ist gerne. Pragmatisch, ich bin ein pragmatischer Mensch. Und Selbstoptimierung ist für mich eigentlich auch ein sehr pragmatischer Prozess. Und darum sehe ich dort nicht esoterisch zu. Weißt du, was Parallelen sind? Im Esoterik-Ecke gibt es viele Scharlatanen beim Selbstoptimieren. Vor allem, wenn du auf YouTube einen Algorithmus kommst. Ein Großteil Arschlöcher, die irgendwie Leute das Geld aus den Taschen ziehen. Absolut. Keine Ahnung haben, was sie sagen. Absolut. Es geht nur um das Geld und nicht um irgendjemandem etwas bringen. Ja klar, das ist das größte Business. Und ich habe das Gefühl, wenn du ein richtiger Coach bist, liegt dir sehr viel daran, als Teamkunde hilfst. Ja. Yeah. Habe ich das Gefühl. Es ist ein selbstloser Job. Klar, schön, wenn es ein bisschen Geld scheffelt. Aber dort, ey, was ich auch gesehen auf YouTube, was sie für Bullshit erzählen. Ja, yeah, ja. Yeah. Aber jetzt ziehen wir es eben auch gleich halb rein, darum bin ich ein Algorithmus. Aber selbst optimiert bin ich immer noch nicht. Gell? Nein, darum, es ist überhaupt kein esoterischer und es ist ja einfach nur ein Name. Also weißt du, es ist ja nicht, dass wir da eine Agenda haben, wo man sagt, das und das muss man durchschaffen. Aber wenn du jetzt bei YouTube bist und bei so einem Coach, in welche Richtung geht's? Deine innere Mitte finden, die optimieren, finanziell voranzukommen. Was schaust du? Was ich schaue auf YouTube? Bei mir ist es dann irgendwie so, wie heisst das? Shit, ich würde ihn gerne nennen. Irgendeinen Neurowissenschaftler, der dann irgendwie erklärt, gang so früh wie möglich nach dem Aufstehen raus und probiere Sonnenstrahlen in die Augen zu kriegen. Also nicht in die Sonne zu schauen. Der neue Trend ist ja, zu den Lochen die Sonne zu haben. Hast du das gesehen? Was? Hast du es nicht gesehen? Was? Das ist der TikTok-YouTube-Trend. Arschloch in die Sonne haben. What? Das ist alle so... Sie sind so die Idee anziehen. Nein. Und dann sagt man, wenn man dort... Sonnenlicht... herkommt, wo eben normalerweise kein Licht herkommt. Dann tut das Libido stärken und gibt Glücksgefühl. Selbstoptimierung, vom Mutzenbecher. Mhm. Machst du so Trends mit? Nein. Ich schon. Wirklich? Das ist der erste, den ich jetzt mitgemacht habe. Hast du den Schelko mal zur Bewusstlosigkeit gewürgt? Nein. Also vielleicht nicht. Schon, aber nicht als TikTok-Trend. Nicht als TikTok-Trend. Zufall ist die Kamera nicht gelaufen. Nein, also ich bin mehr so selbstfindig. Innere Mitte finden. Ja, innere also was läuft denn bei dir? Du schaust dann auch so Scharlatanen. Ich schaue die Scharlatanen, genau. Und was ist denn die Gefühl, wenn du die schaust? Hast du eine Wut oder auch ein bisschen Freude? Ich schaue es eben schlussendlich nicht. Das ist, wie soll ich sagen, manchmal ist es ein bisschen zum Einschlafen noch spannend, aber eben, ich reg mich dann auf, wenn ich merke, es ist nicht real. Für mich selber geht viel in Richtung Meditation, das zu optimieren, Achtsamkeit. So. Ja, eben. Das schon, ja. Das ist ja das, wenn du sagst, du hast mehr Zeit für dich, dann ist es ja wahrscheinlich einfach, dass du in so ganz kleiner Insel dir Zeit machst für dich. Ja.
Ja, das ist genau das. Das ist irgendwie so das grösste Gut, das ich habe, mal so ein bisschen Zeit für mich zu finden. Ja. Aber es ist sehr wenig. Es gibt Phasen, wo ich wirklich, wenn du es fix in den Alltag einbaust, ja, dann bringt es dir etwas. Und dann wird es die Konditionierung und dann machst du das automatisch. Mhm. Und dann habe ich das Gefühl, wenn ich das schaffe, über längere Zeit, bin ich mehr in mir und bei mir. Wenn jetzt eine stressige Zeit ist, vergiss es. Es ist echt der innere Sohn. Es ist genau das gleiche Prinzip, wie wenn du willst, joggen am Morgen, wenn du es einmal machst und wirklich dein Morgenritual hast und gehst joggen und das machst, dann bist du mal drin. Aber wenn du es mal wieder zwei, drei Wochen nicht machst oder einen Monat, zwei, ich bin im Moment so träge wie noch nie, Mutzi. Darum bin ich zu dir gekommen. Viel gut Podcast. Ich erwarte hier eigentlich nichts mehr als von dir ein neues Mindset. Jetzt nach dem Gespräch hier, neues Mindset, neue Impulse, das erwarte ich von dir. Das sind hohe Erwartungen. Das sind hohe Erwartungen. Weil eigentlich quasi umgekehrt. Ich sollte ja eine Erwartung an Gast haben. Also komm. Schnell gegangen. Nein, nur noch schnell zum Abschluss. Jetzt gefühlt mich so träge wie noch nie, tatsächlich. Ja. Yeah. Und vielleicht hast du mir noch den einen oder anderen Tipp, wie kann man den inneren Soulhung überwinden? Und vielleicht auch evolutionspsychologisch bedingt. Warum gibt es einen inneren Soulhung? Das macht ja keinen Sinn. Warum gibt es eine Stimme in dir, die sagt, geh nicht joggen, geh nicht, das ist viel bequemer auf dem Sofa hocken, Chips fressen, Bier trinken, Schutten schauen und dann ins Bett gehen. Mhm. Obwohl, eigentlich haben wir doch in uns innen, alles schreit nach Überleben, nach Optimieren, gesundheitlich einmal. Yeah. Aber für was ist der innere Soulhung gut? Sehst du mir das bitte? Weil beim Joggen könntest du sterben, von einem Säbelzahntiger gefressen werden. Ist, kommt es noch von dort her? Ich glaube, der innere Soulhung ist ja auf der ein gesellschaftliches Produkt, wo die Leute so oft gehört und gesehen haben, dass sie das jetzt verinnerlicht haben. Dass sie sagen, ja, ich habe auch einen inneren Sauhund. Mhm. Und man dann eigentlich immer so vom Negativen zu dem kommt. Mhm. Ich merke, ich habe mich nicht mal umgezogen für den Pod mit dir. Eigentlich hatte ich noch ein anderes Jäckchen gehabt für dich. Jetzt habe ich das gleiche Outfit wie vorher. Da sehen wir uns noch. Wie bei der letzten Folge. Im Fernsehen. Ich habe genau das an, was ich heute Morgen schon angehabe. Nämlich das Pyjama. Das sieht fast ein bisschen so aus. Nein, aber ich merke bei mir selber die Selbstsabotage. Das ist wahrscheinlich das, was viele als innere Sauhund bezeichnen. Oder? Nämlich, man findet ja immer einen Grund, etwas nicht zu machen. Und bei mir ist so, eben die paar Sachen, die ich mache, die eigentlich sehr alltäglich sind, die mache ich dann zum Teil nicht, wenn es eine stressige Zeit ist oder so. Mhm. Dabei wäre es auch dann kein Problem, den Wecker 15 Minuten früher zu stellen, schnell eben das Morgenritual durchzumachen und dann, was auch immer alles an Stress der Tag ist, trotzdem zu machen. Ja. Und ich glaube, es ist mehr, dass man immer so kleine so kleine Argumente findet, warum jetzt gerade etwas nicht geht oder so. Aber wenn du sagst, träge, ist es körperlich träge im Sinn von, wirst nicht wach? Oder? Nein, ich mache einfach wenig Sport im Moment, ich lebe ungesünder im Moment. Also schon, ich trinke Cola anstatt Mineral und wenn ich das über Monate, also jetzt hier Gesundheit. Wenn du es über Monate machst. Wenn ich es über Monate mache und sage, jetzt trinkst du nur Wasser, dann trinke ich nur Wasser. Mhm. Aber jetzt bin ich in diesem Fahrwasser drin, ich komme noch heute und vielleicht noch morgen. Mhm. Und dann gehe ich dann wieder rüber zum Wasser. Jetzt sind schon wieder 5 Monate vergangen. Ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Phänomen von der Zeitumstellung. Weil ich habe das Gefühl, die Leute werden automatisch sehr viel träger, wenn Winterzeit einbricht. Ja, das kommt noch dazu. Aber es war schon der ganze Sommer bei mir so. Eben, dann macht es keinen Sinn. Dann macht es keinen Sinn. Okay, und ich muss dich jetzt motivieren, dass du aus dieser Trägheit rauskommst. Ja, viel gut. Viel gut, yeah. Was? Okay. Ich bin hierher gefahren, es geht mir übrigens gut, 2-mal geblitzt worden. Sicher nicht. Ja. Wieso? Es passiert mir äußerst selten, vor allem auf der A1, wo ich genau weiß, wo Blitze sind, weil ich eben Gedanken versunken war. Hast du nicht den Tempomat? Nein. Ah. Habe ich, aber ich weiß nicht genau, wie ich einstelle. Und dann bist du halt ab und zu, Tage versunken, drückst du ab und zu etwas mehr auf die Uhr. Pedal to the metal, wie der Schelterabe sagt. Und dann bist du auf einmal... Der Zeitdruck aber auch. Du hast gesagt, 2 hier sind, dann komme ich hier an, 10 vor 2. 20 vor, du bist schön früh gesehen. Früh gewesen, vom Mutzerbecher noch
irgendwo an einem übrigens auch ungesundes Mittagessen reinmachen, viel zu spät zum Mittagessen. Natürlich. Weißt du, ich bin ja zu hart zu mir. Ich merke, andere wie du leben einfach ungesund. Scheiße nicht. Aber ungesund, weißt du, was ich meine? Vielleicht habe ich einfach zu hohe Ansprüche. Vielleicht muss ich da mal einen grossen Schritt zurück machen. Weil da würde ich mir jetzt schon sagen, hey, halb zwei, dann irgendwie du hast so ein Fertigfood hingere Tätsch, nur Weissbrot. Das einzige Mal in der Woche, wo ich das übrigens mache. Was jetzt ernst? Aber du schaust auch ein bisschen drauf. Ja. Also ich probiere wirklich so gut wie kein Fertigfood zu konsumieren. Ja, hat man gesehen heute, ja. Außer halt eben am Dienstag, weil je nachdem wie lang der erste Part ist und je nachdem wie lang der zweite Part ist. Ah, bin ich schon der zweite? Ja eben, ich sage ja das gleiche an wie vorher. Ach so, ja. Ah, okay, ich meinte wie vor einer Woche. Ich meinte, du tust das alle Woche immer zeitnah aufzeichnen. Nein. Nein, mache manchmal zwei am Tag. Und am Dienstag ist dann eben meistens, der Mittag kann dann ein bisschen kurz sein. So, ich esse aber auch nicht allzu viel. Ich meine, jetzt habe ich ja nicht viel gegessen. Aber bist du einer, du stellst die Frage, ich weiss, oder wir können einfach reden. Bist du einer, der auf Gesundheit achtet? Viel, viel mehr als früher, ja. Also konkret? Konkret Ernährung. Und das ist natürlich, wie so oft, gehst du vom einen Extrem ins andere Extrem und irgendwann pendelt es sich ein bisschen ein. So, und dann bist du auch so ein bisschen, jetzt merke ich wieder, jetzt sind wir ein bisschen mehr dort, jetzt müssen wir wieder ein bisschen mehr in die Richtung steuern und umgekehrt. Mhm. Ja, ne? Aber ich weiss noch, wo ich eben noch bei Energy gesehen bin und auf Weltreise bin, dann komme ich zurück und bin irgendwie noch, was bin ich noch, 20% freie Mitarbeiter gesehen. Und dann hat das ganze Team hat irgendeinen Wettpool abgeschlossen, ja. Wie lange es geht, bis ich aufhöre, Smoothies trinken. 3 Tage oder was? Ja, das hat, glaub, der Heller hat, glaub, 3 Tage gemacht. Ja. Und andere haben irgendwie 2 Monate gesagt und Zeugs und Sachen. Und schlussendlich haben, glaube ich, alle verloren, weil ich es länger gemacht habe. Weitaus länger, als wie ich dort überhaupt geschafft habe. Okay. So. Selber gemachte Smoothie? Ja. Habe ich dann irgendwann aber umgewandelt, habe dann aber irgendwann nicht mehr Smoothies gemacht, sondern mehr Saft und so. Und Saftkur, wie der Gabirano? Nein. Nur nein, noch von Saft nehmen, nur nein, noch Melonensaft. Nein, nicht Saftkur. Aber Selbstoptimierung und so Gesundheitswahn kann auch ganz schlimm enden. Absolut. Ich schon gesehen, überhaupt nicht so, sondern auch mehr Gemüsesaft. Ich verstand immer noch nicht, warum nur Wassermelonensaft. Also es ist ja eigentlich wirklich nur Wasser und Zucker. Ich habe eine Smoothie-Maschine mal im Morgenshow gehabt, yeah. Eine Woche lang gemacht, das nervt mit der Zeit. Wege? Aber vielleicht war die Qualität von der Maschine scheiße. Das ist schon richtig. Weil es nicht gut gehackelt ist. Yeah. Also ich habe ein Ding, das verbrotet, warte jetzt, 2 PS hat das. Mhm. Und ich glaube, mit 2 Röstern kannst du schon guten Saft machen. Ja. Ich habe auch die falsche Maschine gehabt. Ja, ja, also weißt du, wie heissen die Nutribullet? Das ist ein Dreck. Okay, genau den Dreck kann ich gehabt. Darum ist man auch verleidet. Eben. Und die haben natürlich super Marketing gemacht, aber die haben eigentlich absoluten Ramsch verkauft. Okay. Es gibt, glaube ich, von ihnen mittlerweile einen, der okay ist. Aber ja, zum richtig guten Saft oder eben auch ein Smoothie häckseln, brauchst du ein bisschen mehr, okay. Power. Mm. Ja. Da habe ich mir eine schön gute alte deutsche Maschine genommen, wo richtig verarbeitet. Und jetzt mache ich das aber zum Beispiel nicht mehr so regelmäßig. Aber ich schaue dann schon, ich habe eben das große Glück, wo ich merke, es ist zum Teil gar nicht so wichtig, wie gesund die Inhalte sind. Es ist immer 100-mal besser als Fertigfood. Und darum finde ich es eben sehr spannend, dass du mich heute gesehen hast, Fertigfood essen. Ja, heute hast du das also gemacht. Es ist wirklich, es ist der Dienstag und es ist auch dort ein bisschen Boykott von mir. Cheat-Day ist ja gut, genau. Den darfst du ja haben, einmal pro Woche. Ein bisschen Boykott von mir selber, weil ich könnte mich natürlich anders organisieren, aber es ist das klassische, ja, der Coop ist gerade gegenüber. Nein. Es ist Bequemlichkeit, nämlich. Genau, genau. Alles klar. Aber sonst habe ich das große Glück, dass sehr viel self-made gegessen wird. Mhm. Und das macht du viel kochst aus. Selber? Ich koche, deine Partner? Ich koche ab und zu, meine Freundin kocht viel und auch ein Restaurant ist oft self-made und nicht. Du, wenn man es sich leisten kann. Ja, nein, aber weißt du, auch bei Auftritt. Bei Auftritt ist meistens im Deal oder was auch immer, ist noch ein Essen inbegriffen. Absolut. Wo dann oft. Ja, effektiv. Etwas 2 mittelalterliche Männer, die sich über gesunde Ernährung unterhalten. Es ist also das ist spannend. Eine Ernährung. Ernährung. Sport. Vor allem bei der Ernährung auch zeitlich begrenzt. Ah, wie sehen wir denn? Fasten? Intermittent. Yes. Ja. Machst du das? 8-18, ja. Mm-mm. Doch. Und das ist großartig. Könnte ich nicht. Das meinst du?
Ich esse am Morgen. Nur, als ich in die Gang komme, yeah. Ich arbeite früh, mache Morgensendungen. Da esse ich schon Sandwich, Gemüse, Früchte, Smoothie, wenn ich kann, Kaffee. Da muss ich etwas reinholen, yeah. Sonst mache ich nicht. Yeah. Also, kann man sich das so antrainieren? Das ist eben. Es ist ohne Scheiß. Du sagst, du kannst nicht, es geht 3 Tage. Es ist 3 Tage. 3 Tage hört doch. Doch! 3 Tage leiden. Schön! Das ist wie beim Aufhören rauchen. Ich habe übrigens so 3 Tage gelitten. Vor allem die aufhören rauchen. Hey, wir sind wirklich ein Self-Help-Podcast. Darf ich schnell so hocken? Natürlich! Jetzt wieder, wieder alles weh. Ich sag dir, wir gestern Squash spielen. Wir jumpen ein bisschen in den Themen mit dem Kollegen Schelker, der ein bisschen mit Film Name droppen. Dann tut mir aber 2 Tage alles weh, weil wir geben es uns so richtig. Yeah. Wir geben es uns richtig und das Squash ist ein harter Sport. Spielt ihr noch nicht Padel? Er fängt jetzt schon so ein bisschen an mit dem, aber das ist nein. Ich habe jetzt zuerst mal bin ich Squash auf seinem Niveau. Er hat mich schon in die Squash-Welt reingeholt. Yeah. Es hat eine Zeit gebraucht, dass ich den Sport mache, wo Mädchen trägen und Brühe, die schnittigen Brühe machen. Aber ich habe ihn gelernt lieben, spielen, aber ich leide 2 Tage. Mhm. Also schlimmer als wenn ich Absturz hatte mit Alkohol, ist Squash spielen. Yeah. Also empfehle ich eigentlich mehr Alkohol als Squash spielen. Ja, vielleicht kombinieren. Ja, vielleicht. Genau. Das Konterbier. Mhm. Aber wie bin ich auf das zu reden gekommen, wie ich in der Position habe gewechselt? Mag ich mal aber vorher hast du gesehen, 3 Tage leiden wegen dem Rauchen. Genau, ich habe aufgehört rauchen. Ja. Mehrfach in meinem Leben. Ja. Und das letzte Mal vor 1,5 Jahren. Ja. Und das habe ich so ein bisschen grösser gemacht. YouTube, ich kann noch schauen, wie ich aufgehört rauchen. Nicht ganz so nachhaltig, aber persönlich wegen, auch wieder Selbstoptimierung, wie ich aufgehört rauchen. Und das sind 3 Tage Pain in the Ass. Yeah. Aber ich habe mich darauf vorbereitet mit Meditation. Mhm. Was ist Meditation? Du tust dich selber beobachten, deine Gedanken, deine daraus entstehenden Reaktionen, Sachen, die einfach in deiner Birne sind, verankert. Wo du plötzlich, wenn du her schaust, merkst, ich kann ja noch her schauen, das sind Prozesse in mir drin und ich kann die auch nur beobachten und muss nicht jedem Prozess mit der Aktion folgen. Mhm. You know what I mean. Mhm. Und dort ist es dann verdammt gut gekommen, wenn es ums Rauchen ist gegangen, weil natürlich da immer die Sucht in dir drin sagt, jetzt nimm wieder rein, du kannst ja Dämonen aufhören rauchen, jetzt hast du einen Kaffee gehabt, spürst, wie fein es jetzt wäre, schau jetzt mal, komm jetzt noch eine rauchen, da stirbst du nicht, wegen einer Säge gibt es nicht Lungenkraft, komm noch eine, der tut das einfach drehen, dein Kopf. Mhm. Und dann lernst du zuhören, aber nicht reagieren darauf. Und das hat mir etwas gebracht. Nichtsdestotrotz waren es gleich 3 Tage, wo mich, ich darf nicht zu wüst reden, es ist nicht die Sprechstunde hier, aber... Doch, natürlich, kannst machen, was du willst. Es sind 3 Tage, wo mich wirklich gefickt haben, angeschissen haben. Ich bin noch nie so viel, wie heissen die, bei uns heissen sie, so, nicht Public Bikes, die E-Scooter gefahren. Das war meine Ablenkung. ich wollte rauchen, nein, ich nehme den E-Scooter. Dann bin ich dort einfach einen halben Stück rumgefahren. Es ist ziemlich ins Geld gegangen. Aber das hat mir irgendwie Ablenkung gebraucht in dem Moment. Meine Gedanken beobachtet. Tag 2 noch viel mühsamer gewesen. Tag 3, jetzt bin ich über dem Peak. Oder? Das ist wieder Tag 1 etwa gewesen. Tag 1 nur noch mal schnell zu sagen, das ist ein bisschen die Euphorie. Ich schaffe es, schon 10 Stunden, geil. Tag 2, grosse Ernüchterung, das Leben scheisst da. Tag 3, cool. Weißt du, was ich meine? So über dem Peak gewesen. Und dann Tag 4, 5, 6 geht langsam schon wieder. Einmal, wir reden vor einer Woche, ein bisschen leiden. Und es verlängert einfach, beziehungsweise verkürzt dann nicht dein Leben. Mhm. Und darum, frag mich jetzt nicht, warum ich wieder angefangen habe. Frag mich nicht, warum ich jetzt wieder rauche. Jetzt müssen wir nicht darüber diskutieren. Es war jetzt nicht von Dauer, aber gleich 1,5 Jahre nicht geraucht. Jetzt habe ich gedacht, du rauchst wirklich nicht? Nein, 1,5 Jahre habe ich dann nicht geraucht. 1,5 Jahre. Aber nochmal, es ist wie ein trockener Alkoholiker, ganz einfach. Yeah. Was genau der Auslöser war, kann ich nicht mal genau sagen. Purlauter ist Stress, Überforderung, irgendwie gerade im Tal der Tränen. Und er gesagt, weißt du was, komm. Und dann... Das ist warum, hast du nicht, warum hast du nicht ein Snus genommen oder so? Ja, weil es scheiße aussieht. Hey, mein Kollege, der Snus immer weiter rauf und er sagt, aber Alter, das ist schon neben dir ein Nasse. Ich manage einen, der steckt hier. Hier wirklich? So unter das Auge. Also ich mache es seit Jahren und ich komme wirklich immer noch bis unter die Nase. Das ist gutes Gewebe. In dem Fall. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Warum ich wieder anfange rauchen, nicht. Aber wenn, dann hast du aufgehört. Also schau das Video von mir an. Mhm. Bei YouTube kannst du wirklich reinschauen. Es hat auch viel noch etwas gebracht anscheinend. Schau, hat es schon. Hey, das ist... Christian? Christoph. Mit deinem Namen. Ich weiß nicht, was den Namen von meinen Kindern auswendig. Weißt du, Mira und Noe. 1 und 2. Nein, schau jetzt das Video, ja. Mit deinen geilen Haaren. Ja, genau, ja.
Ich habe es aber schon geil Kakadu. Gefunden. Kakadu? Ja, das sieht aus wie ein Kakadu. Aber ich habe ohne Scheiß, ich habe gefunden, du hast ausgesehen wie der, der gefunden hat, ich gehe jetzt mal auf Bali einen Surfshop aufmachen. Mhm. So hast du eigentlich ausgesehen zu dieser Zeit. Ja, vielleicht waren das ja dann noch meine Pläne gewesen. Voll motiviert aufgehört zu rauchen. Wo ist der Ton? Ja, warte. Ah, das kann man jetzt auch da hören. Ja, Moment. Dann empfindet der Rauchstopp auch Angst. Ich habe zweimal in meinem Leben aufgetrocknet, zweimal relativ viel geraucht, einfach ein Päckchen am Tag. Wie lustig ist es, dass jetzt zu schauen müssen, dass du wieder rauchst? Dreimal wollte ich sagen. Von dem Rauchen wegzukommen. Und jetzt zweimal erlebt, dass es eben effektiv nicht so ist und relativ easy ist gegangen bei mir. Relativ easy. Und ich möchte euch genau sagen. Ja. Aber könntest du jetzt den? Okay, ich schaue das mal in Ruhe. Aber ja. Könntest du jetzt das schauen, als Motivation auch für dich, um wieder aufhören? Nein, ich weiß ja wie. Aha. Nein, das nicht. Das müsste ich nicht. So, also so. Aber dass du jetzt rauchst, ist ein Teil von deiner Tragephase, die du gerade hast. Absolut. Und das ist echt der Anfang gewesen. Wie gesagt, ich rauche jetzt etwa seit 5 Monaten wieder. Ah. Und das ist der Anfang gewesen von der Tragephase. Ja, logisch. Aber Alter, das ist bei mir auch so gesehen. Gell? Sobald ich eine geraucht habe, ja, habe ich grundsätzlich einfach weniger Energie gehabt, für egal was. Ja. Und zwar immer am Tag ab der ersten Ziege. Weil ich bin nicht so einer gesehen, du bist wahrscheinlich eben noch mit Morgenshow, gibt es noch schön schnell einen Double-Dip vor der Sendung. Mit dem Espresso zusammen. Genau. Ja. Das habe ich nie gemacht. Ich habe ohne Scheiß immer so im Verlauf des Tages angefangen zu rauchen. Ja. Und ich habe immer gemerkt, Energy Level, Dip, ab dem Moment, wo ich die erste Ziege geraucht habe. Ja. Nochmal, wir müssen das Rauchen nicht schön reden. Es gibt wirklich den Alan Carr, wie endlich nicht rauchen. Yeah. Das bekannte Buch. Yeah. Eine geile Seite, wo er sagt, auf der nächsten Seite sind alle Vorteile vom Rauchen, dann ist eine weisse Seite yeah. im Buch. Yeah. Und genau so ist es. Es gibt noch so ambitionierte Raucher, die sagen, wie Raucher aus Leidenschaft. Es stimmt nichts. Es ist einzig, weil die Sucht, die Schizophrenie dir, die redet. Du ist nichts. Mhm. Nichts. Und natürlich Bequemlichkeit und Faulheit herzustehen, sage ich, hör auf. Ja. Das ist nicht einfach, am ersten Tag nicht. So. Also ich bin sicher, ich werde es wieder schaffen, aber der Punkt, wenn du es machst, ist dann gleich nicht ganz unwichtig. Absolut. Nichtsdestotrotz warte nicht jahrelang und sage, irgendwann hat Simon gesagt, kommt der Punkt, wo man aufhören kann rauchen, das ist eine innere Stimme, die kommt nicht. Aber wenn so das Gesamte stimmt rundum und du merkst, ich will gehen, ich will vorangehen, ich will wieder, wie du Mutzi sagst, fitter wieder werden, ich will das Leben wieder mehr spüren, ich will wieder potenter werden. Auch irgendwie Vorteile, die es mit sich bringt, vor allem im Sport. Yeah. Hey, wenn das so eine innere Stimme ist, wenn die schon nur da ist, das reicht für aufzuhören. Das reicht. Also auf der einen Seite, okay, Lukas, alles so ein bisschen stimmt rundum, also vielleicht nicht gerade wirklich im grössten Stress von deinem Leben bist, gerade um die Weihnachtsfeierlichkeiten, was sie eh schon anscheisst, zu der Familie zu feiern, was auch immer. Yeah. Mach es vielleicht nicht gerade dann, weil vielleicht ändert die Sommerferien aus oder eine Zeit, die entspannt ist, aber dann geht es an. Und warte nicht 3 Jahre, und warte nicht 1 Jahr. Schau, wenn du in diesem Jahr kannst aufhören kannst. Weil jeder ist verschissene Monat, wo du eine mehr rauchst oder 10 Päckchen oder 50 Päckchen mehr, ist ein Monat zu viel. Und darum schaut das Video an. Es ist sehr gut, das ist auf den Punkt. Nein, das ist vor allem noch schön und das verstehe ich dann wiederum. Und dann muss ich mich selber bremsen, warum so Typen, je nach Typ, wo du bist, der eher mal reinnimmt, eben ein Coach zu sein, dir zu helfen. Yeah. Obwohl sie überhaupt keine Basis oder Ausbildung haben, wie ich auch nicht diesbezüglich. Und darum bin ich in den Videos auch immer sehr vorsichtig und sage, hey Leute, es ist mein Weg gewesen. Vielleicht bringt es etwas, vielleicht bringt es Scheiß. Absolut. Und natürlich hat mich das gefreut, in den Kommentaren zu lesen. Und sie wirklich, kann man gerade drunter schauen, vielleicht lüge ich, 50, 100, keine Ahnung. Aber auch schon 100. Und Leute, die mir geschrieben haben, das waren vielleicht 100 die mir geschrieben haben. Sie haben durch das aufgehört. Tausende, Zehntausende. Vielleicht, nee, aber egal, spielt keine Rolle. Ich bin nicht einer, der sich einen abholt auf Zahlen. Aber es hat eine Befriedigung. Ja. Yeah. Oder beziehungsweise eine Befriedigung ist vielleicht ein falsches Wort. Du hast irgendwie das Gefühl, etwas Gutes da. Und wenn das irgendein Coach falsch interpretiert und dann noch möchte, ich kann noch Geld mit dem machen, jetzt dreht sich, schließt sich in den Kreis und vorher gesagt, dann kann es eben auch gefährlich werden. Logisch. Aus kann ihm der Emo reinnehmen. Also ich bin drauf und dran gewesen und sagen, wie kannst du dein Leben sonst noch optimieren? Ja, ja, das genau. Hey, schreib mir jetzt deine E-Mail-Adresse und dann kommt der Anmelde-Link für mein erstes Seminar, wo ich irgendeinem
was, ich weiß auch nicht, hat du irgendjemand in Bern, hat du irgendeinen tollen Raum gemietet und dann hat du ein paar Leute zusammengetrommelt und sie hat 1500 Stutz abgedruckt, für das du ihnen irgendeinen Vortrag haltest. Ja, nein, Einzelcoaching natürlich. Ah, Einzelcoaching. Das gibt richtig viel Geld. Und zwar per Zoom. Noch besser. Ich nur noch per Zoom, seit Corona kannst du das. Per Zoom. Kannst du daheim bleiben. Weltklasse. Es tönt so einfach, oder? Es verleitet einem eben. Es verleitet einem. Aber weißt du, vielleicht, ich bin in den Gedanken noch heute weiter. Für dass es eben die Möglichkeit gibt und dass wir mit diesen Plattformen, die wir ja alle zusammen mittlerweile haben, wäre es vielleicht auch nicht schlecht, wenn jeder mal so ein bisschen rausdroppt, was hat mir im Leben etwas gebracht, sei es bei Liebeskummer, sei es bei Aufhören rauchen, sei es bei, was weiß ich, Problem im Bett, egal was. Dass man dort, weißt du, auch von vielen ganz einfache, nicht studierte und Experten Erfahrungen gehört, sondern Erfahrungen aus dem Leben. Weißt? Ich glaube, ich habe einfach vielen, ohne dass sie das irgendwie... Gut, das kannst du jetzt Mediziner, ja, weiß ich auch nicht. Das ist jetzt auch nicht auf, Rauchstopp kannst du jetzt auch nicht so erlernen. Aber sagen, wenn du Pseudopsychologe bist, habe ich schon das Gefühl, wenn jeder ein bisschen mehr mal von sich selber erzählt würde, dass ich auch unter so etwas gelitten und so bin ich daraus rausgekommen, könnte man, glaube ich, auch viel rausholen. Aus Normalos. Also bei mir ist es eigentlich gesehen, warte jetzt, ich habe mal so als eben so Teilzeitraucher angefangen, das wirklich oft, wenn du einen geraucht hast, hast du wirklich noch so ein bisschen, jetzt noch ein bisschen im Kopf gemacht, der Flash, der berühmte Flash, oder? Das Nikotinflash. Genau. Und dann bin ich aber wirklich so ein regelmäßiger Raucher geworden, wo es dann eben so, viele Ziggis sind absolut unnötig und irgendwie, es schmeckt eigentlich gar nicht. Und so. Und dann habe ich eigentlich entschieden, und zwar wirklich bewusst, habe ich gefunden, ey, ich will wieder Teilzeitraucher werden. Du, das hast du geschafft. Und das habe ich geschafft. Und zwar ist das gesehen, Sommer 18 bin ich ans Sziget Festival in Budapest mit einem guten Freund von mir. Und dort habe ich eben schon vorher gesagt, das Festival rauche ich noch so viel ich will und nachher ist es fertig. Aber Teilzeit noch. Nein. Genau. Aber dann wird nicht mehr aktiv da, eben jeden Tag geraucht und was weiß ich, sondern wieder so ausgewählte Zigaretten. Oder? Und für das musst du ein bisschen Kaltstopp machen und dann kannst du ab und zu mal eine rauchen. Und was dort spannend war, ist, dass ich mir vorgenommen habe, das Sziget Festival geht ja fucking Woche. Und wir sind halt eine Woche an einem Festival. Ah, so lange ist nicht dürfen rauchen? Oder nur am ersten Tag? Nein, noch so lange. Okay. Und dann habe ich so gewusst, irgendwie, was ist gesehen? Der Mittwoch ist dann der letzte Tag, oder? Ja. Und jetzt habe ich am Dienstag habe ich natürlich noch so eine wahnsinnige Klapperei gefangen. Super betrunken gesehen. Dass man eh, weißt du, ein schlecht gesehen ist, vor allem wenn du dann immer noch rauchst mit dem Alkohol und so. Dass ich am nächsten Tag aufgewacht bin, und das habe ich auch schon früher noch gehabt, da habe ich einfach keinen Bock gehabt zu rauchen. Naja, ja, das kenne ich aber auch. Und dann habe ich gefunden, okay, dann ist es jetzt ein Tag früher noch. Und das hat mir noch geholfen, retrospektiv, nämlich nicht, das wird die letzte Ziege sein, die ich rauche. Weil mit dem gibst du ja eigentlich wieder das Gefühl, dass du das irgendwann wieder willst haben. Sondern es ist dann so gesehen, ich habe meine letzte Ziege schon gehabt. Lustig. Okay. Dann habe ich irgendwie eine Woche nicht geraucht und dann habe ich ab und zu eine geraucht und es hat wunderbar funktioniert. Wirklich tipptopp. Ich habe Ewigkeiten keine eigenen Zigaretten gehabt. Alles wunderbar. Und dann ist Corona gekommen. Und dann hast du auf einmal nichts zu tun gehabt. Hast du wieder angefangen? Hey, und dann bin ich eines Sonntag oben bin ich zum Bahnhof gelaufen. dort in der Coop pronto geworfen war, wirklich Weltuntergangsstimmung. Niemand auf der Straße, niemand am Bahnhof, keine Züge gefahren, nichts, oder? Ja. Einfach niemand. Ein so älterer Dude, der irgendwie einfach so verträumt irgendein Kühlregal anschaut und irgendein 80er-Heuler. Ich habe wirklich gedacht, ich bin in einem Film. Und dann habe ich eine Flasche Prosecco gekauft und ein Päckchen Ziggis. Aus dem Weg geraucht. Hä? Aus weggeschnauft. Nicht weggeschnauft, aber halt einfach, da habe ich gemerkt, ich rauche wieder mehr. Und dann haben wir irgendwie so ab und zu so Zoom-Poker gemacht, irgendwie unter den Kollegen. Und dann habe ich die ganze Zeit geraucht und alle so, rauchst du wieder? Und ich so, ja, sonst nichts zu tun. Und dann habe ich gewusst, okay, das ist scheiße. Jetzt bin ich eigentlich wieder zurückgefallen nach eineinhalb Jahren. Und dann habe ich den Blinddarm rausnehmen. Sehr notfallmäßig. Okay. Sehr notfallmäßig. Also du bist gezwungen worden, nicht zu rauchen. Und dann haben sie gesagt, gerade jetzt rauchen wäre nicht so geil. Und ich so, okay, dann lassen wir es. Und das war der letzte Tag, den ich geraucht habe. Bis heute. Und keine Entzugserscheinungen gehabt, kein Tag gelitten? Nada. Aber ich tue halt eben noch das Nüsse. Also ich kann mir... Ja, okay, aber dann tust du natürlich... Nikotin hole ich mir ja schon noch. Genau, trotzdem. Also das Nikotinmonster, wie der Alan Cargill sagt, tust du natürlich immer noch befriedigen. Richtig. Und dort fällt es mir viel, viel einfacher. Mal nicht. Einmal drei Tage nicht oder so. Okay. Ja.
Okay. Es ist natürlich auch gewohnte Sache und ich merke dort, jetzt hast du einen genommen, den du eigentlich gar nicht hättest müssen. Und so. Aber vielleicht noch spannend, du als Teilzeitraucher oder die Feierabendraucher, es gibt so im Freundeskreis, ich hasse die eigentlich, die nerven mich. Ich weiss, es ist das Nervigste. Weisst du, sie sind nicht mal selber Zigarette, wenn er von dir... Und sagen, ja, Simon, mir reicht einfach am Abend rein und dann bin ich zufrieden. Ja, ja, und ich gehe morgen als erstes, sagt mir, sind Nikotin, musst du rauch. So. Sie haben etwa 1-2% nur, die das können. Ja. Also laut dem Alan Carr. Ja. Du merkst ein bisschen mit Gott im Aufhören. Natürlich. Und dass du das kannst, das ist natürlich eine Ausnahme. Also ich sage, bei 95% sicher hör komplett auf. Ja. Vom einen Tag auf den anderen. Und so wie du es hast gemacht, eher selten. Nicht, dass sie dich zum Vorbild nehmen. Nein. Sonst wird es wieder stetig mehr. Aber es ist ja bei mir auch so passiert. Schlussendlich ist es auch so passiert. Genau. Also ich glaube wirklich auf Null. Und irgendwie krass, jetzt also während dem Schloten oder währenddessen du rauchst, hast du das Gefühl, ein Weisswein wird nie mehr so cool sein an einem Festival, ein Bier, wie wenn du Sigi hast, neben dran, nie mehr wieder. Und du glaubst das zu 100%. Aber ist eigentlich das Gegenteil der Fall? Wie gesagt, die ersten 3-4 Tage hatte ich das Gefühl, vielleicht nachher gehabt, als ich aufgehört habe, und dann trinkst du ein Bier und es ist überhaupt nicht so. Aber das Spannende ist ja, dass Nikotin und Alkohol beides Dopamin ausschüttet, aber in Kombination sich auscancelt. Ja. Und darum machst du dann von beiden mehr. Das eine sagt, nicht mehr. Und vor allem, sind wir ehrlich, es ist die ungesündeste Kombi, die du dir einfach vorstellen kannst. Ja, außer du spritzt dich dann noch ein bisschen Heroin. Wenn du so gleichzeitig, wenn du jetzt das Trio mit Heroin machst. Wenn wir uns jetzt für das Trio entscheiden, das wäre nicht schlimmer. Und wenn du statt Tabak Crystal Meth rauchst. Genau. Yeah. Nein, jetzt mal Drogen, obwohl wir jetzt Alkoholzigaretten sagen, ja, es sind Drogen. Das merke ich, das ist schon verdammt erstens mühsam und ungesund bei Kollegen, die eben Drogen nehmen über das Wochenende. Weißt du, also du sagst, okay, wir nehmen, wie heisst das, das MDMA? MDMA. Genau. Yeah. Nehmen sie doch, das ist also die Drogen. Und dann musst du irgendwie am Sonntag drauf musst kiffen, für dass du ab und ab kommst. Am Montag musst du dann noch. Das ist, weißt du, also richtig, das würde mich stressen. Yeah. Also auch im Wissen, das kann doch nicht gesund sein, dass du irgendwie jeden Tag eine andere Droge brauchst, dass du dann am Montag wieder mit ein bisschen Kokain kannst arbeiten kannst. Das ist crazy. Das ist jetzt ein bisschen Abwägung. Es geht mehr eben um das Rauchen und um das Trinken. Aber die Kombi ist eine reine Katastrophe, aber ich spüre die natürlich auch. Mhm. Du merkst, ich lebe gesund. Mega. Viel gut. Yes. Nein, aber du merkst, wichtig ist, glaube ich, im Ganzen, dass man sich, und dann können wir von dieser Gesundheitsschiene wegkommen, im Ganzen sich bewusst ist, dass man eben vielleicht gerade im Moment an einem Punkt ist, und vielleicht stimmt es jetzt für mich im Moment, aber du musst ja auch wieder rauskommen. Yeah. Wenn es dir einfach wirklich egal ist, dann ist es vielleicht nicht mehr so gut. Wenn du nicht mehr reflektierst. Absolut. Absolut. Die Reflexion ist ja ein grosser Schlüssel in dem Ganzen. Wenn man sich bewusst ist, darum habe ich eine Zeit lang früher, und eben dann habe ich, es ist halt logischerweise gipfelt es dann immer in mehr. Aber die Teilzeitraucher-Zeiten, die sind eigentlich genau in Darben gesehen, dass ich eben sehr bewusst gesagt habe, hey, jetzt rauche ich eine. Mhm. Ah, und jetzt rauche ich eine. Und das kriege ich jetzt an mit, ohne Scheiß, all halb Jahr vielleicht. Nicht einmal. Gut, wenn eine Zigarre. Wenn du es so schaffst und wenn es eine Zigarre ist. Keine Zigarette mehr. Okay, wenn du es so schaffst. Aber eine Zigi. Seit 2 Jahren habe ich nicht mehr in die Lunge inhaliert. Okay. Aber eine Zigarre ist schon als Produkt ist schon komplett auf Genuss ausgelegt. Es ist das Problem rundum und die alle, die rundum hocken, schmecken, als wären sie die ganze Nacht in deinem Restaurant Rössli gewesen. Es schmeckt dich nicht so geil für die rundum. Ja. Aber. Ich weiß, was du meinst. Ich muss es ja nicht bei Leuten machen, die drumherum sind, sondern es gibt ja extra eine Zigarre-Lounge. Genau. So, und dann ohne Scheiß. Ja. Dann hockst du da an und dann paff schön eine. Wunderbar. Und es ist eben schon ein völlig anderes Produkt, weil es ist effektiv darauf ausgelegt, das kannst du nicht in 5 Minuten schnell abziehen. Ich weiss noch, früher haben immer alle gesagt, wie lange hast du für eine Zigarette, wie lange hast du für eine? Und alle haben es schon gestoppt, weil sie wissen ja genau, bis wenn das Tram kommt, müssen sie ihre Zigarette fertig geraucht haben und so. Und eine Zigarre ist einfach, dude, jetzt chillst du einfach, jetzt hockst du einfach mal da. Ja, es würde, glaube ich, auch schlecht, wenn du zu viel rauchst, oder nicht? Ja, und das ist eben auch dort sehr mit Reflexion verbunden. Nämlich, nur weil die Zigarre so lang ist, heisst nicht, dass du bis zum Schluss musst rauchen, sondern wie lange stimmt es für dich? Und das geht dann halt auch, je nachdem, halbe Stunde, Stunde.
Und dann merkst du dann auch, ah, okay, jetzt machen wir mal 5 Minuten, legen wir 7 weg. Genau, es ist ein Event, es ist ein Genuss, das ist etwas ganz anderes, als wenn du wie ich einfach am Schloten bist von morgen bis am Abend. Es ist einfach so. Wenn ich mich am Morgen verwünsche mit einem Kaffee und Sigi draussen in der Kälte, muss ich sagen, hey, what the fuck, was machst du hier genau? Das hat nichts mit Genuss zu tun, das kann ich mir noch lange einreden. Es hat nichts mit Genuss zu tun. Und das ist bei dir anders, in einer schönen Lounge, einmal alle 2 Monate oder was auch immer, schöne Zigarre. Das ist etwas ganz anderes. Hast du früher im Studio noch geraucht? Nein, bei mir ist es ja 2000 angefangen. Ja, ja, also dann ist es nicht mehr erlaubt. Dann sind militante Nichtraucher plötzlich vorgekommen. Ich sehe, wir dürfen nicht mehr im Zügel im RBS-Bahn. Dürfen wir nicht mehr. Hey, früher am Morgen, am 7. Du hast die Luft können verschneiden. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. In den Beizen dasselbe. Du hast die Luft können verschneiden. Im Kino, im Flugzeug. Ja, also Flugzeug war, glaube ich, vor meiner Zeit. Ja. Das habe ich nicht mehr mitbekommen. Hast Flugzeug. Du nicht mal mehr die hinteren 5 Reihen, oder was hast du das immer gesehen? Wüsste ich nicht. Ich bin relativ spät zuerst mal geflogen. Nein, gut, du bist ja nur 7 Jahre älter als ich. Aber ich habe das Gefühl, ich rede jetzt mit einem Boomer, aber... Ach, nein. Arschloch. Jedenfalls... Nein, im Studio haben wir nicht mehr dürfen im Studio rauchen, aber unten in der Cafeteria, geschlossener Raum. Notabene ist einfach ein Stecken auf in die Räumlichkeiten gekommen, die wir geschafft haben. Also eigentlich ein Schlot durch die ganze Redaktion. Hat man dürfen rauchen. Und da ist natürlich geschlotet worden, wie blöd. Dann zumal noch mehr als jetzt. Haben die im alten Studio kein Fenster gehabt? Weil das ist bei gewissen Studios ist das ein großer Punkt gesehen für die Moderation, dass man halt nicht offiziell im Studio raucht, so schnell aber raus ist, gleich rauchen. Ja. Nein, das habe ich jetzt so nie gemacht. Wenn ich am Sender bin, wenn ich moderiere, Joel, dann weißt du, wenn ich konzentriert fokussiere, dann gibt es bei mir auch keine Nikotin. Wirklich? Während der ganzen Sendung nicht? Sicher. Ja. Mal, ist natürlich kann ich rauchen. Eben. Aber raus natürlich. Und das Geile ist, Morgensendung, da hast du zum Teil nur ein Song Zeit und dann bist du so, okay, genau. Dann geht 3,5, das langt. Und dann rennst du runter, dann rennst du wieder rauf. Und dann hast du keine Luft vom Säckchen, keine Luft vom Rauchen. Ja, es ist 3:07 ganz so gut am Morgen. Ja, also das ist jetzt nochmal eine gute Story, dass wir darüber geredet haben. Also wir auch mal können darauf aufmerksam machen, dass Rauchen ungesund und schädlich ist. Das macht mir sonst nicht. Absolut. Das ist noch wichtig. Wenn es ein Message gibt, wo man rausgeben will. Das war ungeöffnet, wo wir jetzt hier... Das ist, man muss auch mal die nicht offensichtlichen Sachen ansprechen. Ja. Gell? Ja. Ich habe das Gefühl, das ist eigentlich, bis jetzt ist es eben zur Sprechstunde. Also ich habe das Gefühl, du bist mit einem Ziel hier angekommen, dass eben du willst, dass du dich besser fühlst. Mhm. Und ich bin eigentlich die Squash-Partner. Ich muss mal schauen, also wenn ich so aussehe, sieht es wirklich aus wie ein Boomer. Schau mal, wenn man das Bäuchli sieht, kannst du mir den Schnitt machen? Also man... Hey, hey, hey. Ja. Was hast du gesagt? ich habe das Gefühl, es hat jetzt etwas von einer Sprechstunde. Ich habe das Gefühl, du bist mit deinen Gedanken, mit deinem Ballast, wo du irgendwie gerade so ein bisschen auf dir drehst. Und da hast du gefunden, du musst... Aber ich bin beides wie der Staubsauger, ich tue die Ballast abziehen. das verspreche ich dir. Und, ich denke, das machen wir erst nach der Aufnahme. Das ist so Frage-Antwort, das bringt ja nichts. Ich habe schon lange nicht gesehen. Ich will von dir Sachen wissen, du willst von mir Sachen wissen. Und wenn wir uns ja gegenseitig befruchten können, was wir jetzt durchgehend eigentlich machen. Absolut. Ist das doch besser als gegenseitig bei Weihräuchern? Hey, logisch. Mhm. Ich find das sehr schön. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe also die grundsätzliche Erfahrung, dass egal wie viel Kontakt man hat, dass einfach Menschen, die man schon lange in seinem Leben irgendjemand präsent hat, dass man zu denen einfach grundsätzlich eine andere Connection hat. Ja. Also einfach, weil du und ich uns regelmäßig, eben, auch wenn nur kurz, mal hier beim Job und dort irgendwie und mal hier 5 Minuten schwätzle, aber halt gleich, eben, wenn du jetzt sagst Barcelona, 10 Jahre, also von meinem bewusste Leben, mehr als ein Drittel, kenne ich die. Oder? Und das ist für viele Beziehungen, die ich mittlerweile habe in meinem Umfeld, ist das schon eine eher lange Zeit. Und durch das habe ich dann automatisch ein näheres Gefühl von Verbundenheit als zu anderen. Geht mir genau gleich. Gell? Ja. Darum können wir das einfach so. Darum können wir jetzt auch noch mehr in die Tiefe gehen. Noch mehr in die Tiefe, ja. Nein. Ja, aber nur noch schnell zurück zur Sprechstunde. Das ist ja der nach dir der 2. erfolgreichste Podcast von der Schweiz.
Einmal, da wollte ich noch schnell darauf zu reden kommen, habe ich gehört, Fabio Nai. Ja, das hast du gerade gesehen. Ja, vor kurzem. Was hat er über unseren Podcast gesagt? Was hat er gesagt? Ja, dass wir den Alkohol durch Boxen schmecken beim Podcast. Aber wobei, er hat nur von der Anfangsphase geredet. Ich möchte das noch kurz hier korrigieren. Ja, es hat den Moment gegeben. Ich finde das geil, dass jetzt mittlerweile in meinem Podcast zueinander geredet wird. Das finde ich großartig. Fabio, lass mal zu. Du alte Lederhaut. Nein, es war natürlich so, wir haben früher den Podcast am Abend aufgezeichnet. Ja. Yeah. Wo wir noch nicht gewusst, dass wir auf Arbeitszeit aufzeichnen können. Darum sind wir aber am Abend. Das ist ein klassisches Energy-Problem. Man macht abseits von der Arbeitszeit, dann macht man über die Arbeit. Nein, aber es ist auch so ein bisschen darum gegangen, irgendwie so einen Shift zu machen, einen Schnitt zu machen zwischen morgen schon, der schon gegen Blabber ist und in die ganz andere Mut ist zu. Dann am Abend trifft man sich noch auf ein Bierli und redet zusammen. Okay, dann ist ab und zu mal, dann haben wir Dosenwasser gesagt, Dosen auf da Worte und manchmal waren es so 2-3 gewesen. Es hat dann auch und dort reflektieren wir natürlich auch Ausgaben gegeben, wo wir im Nachhinein sagen, okay, vielleicht hätte ich nicht dreimal demjenigen Promi gesehen, dass er ein gottloser Säcku er ist. Im Bühne? Am Bühnenhuber zum Beispiel. Das war auch hier gewesen, aber da können wir vielleicht auch noch reden. Das hat der Schelker auch unbedingt gewählt. Ah, hat er auch schon gemacht? Ja. Okay. Also, aber was ich wollte sagen, ist ja, okay, dann haben wir zum Teil getrunken. Ja. Und jetzt, natürlich, weil wir auch am Mittag aufzeichnen, haben wir damit aufgehört, zwangsweise. Ja. Von dem her hat er Recht und Unrecht gehabt. Auf der einen Seite finde ich es nicht, dass man so sauf und nicht, dass ich propagiere heute viel Shit. Nicht, dass das gut ist, aber es ist manchmal vielleicht auch gerade in einer Anfangsphase von einem Podcast vielleicht auch so ein Brecher, vielleicht auch mal dorthin gehen, noch ein bisschen mehr, was wehtut und stinkt. Und das haben wir einfach dann am Anfang gebraucht, beziehungsweise so eine lockere Zunge zu bekommen. Ja, ja. Also braucht nicht. Und es war schon nicht Konzept gewesen, sagen es falsch. Ihr redet mir um Kopf und Kragen, aber ich am Anfang mit tendenziell getrunken beim Podcast, machen wir seit 100 Folgen nicht mehr. Es wird uns natürlich noch nachgetragen. Und klar, wenn wir dann zwischendurch mal einen Freitag aufzeichnen, irgendwie am 10 Uhr am Abend kurz, bevor er rauskommt, ja, dann lassen wir also sicher auch mal Kork knallen. Und das ist auch richtig und wichtig bei unserem Konzept. Ja, aber du willst dann jetzt behaupten, wo ich die Fahrt schnell gesehen habe, wo du mit dem Auto vorbeigefahren bist, die Jack Daniels Flasche auf dem Beifahrersitz. Von meiner Frau. Die hast du die nicht getrunken. Das Problem. Okay. Vor allem haben wir nie harten Alk getrunken, nie. Immer nur bei Dosenwasser. Dosenwasser. Es gibt auch Starkbier. Stimmt, das habe ich aber nicht so gerne. Das ist gross. Jetzt kann ich dir sagen, komm mir gut in Sinn. Ich gehe selten so einen Promi anlesen, aber wenn ich mal einen Promi anlasse, gehe, dann ist es so ein Bocca-Stich, so ein Winterbier-Anstich, Frühlingsbier-Anstich. Dann komme ich mit offenen Armen. Hey, und mit Anhang. Aus irgendeinem Grund ist immer irgendwie der Baschi-Pate von dem. Klar. Ja, das trifft man sicher an. Und dann habe ich nicht gewusst, dass das Bockbier, ich weiß gar nicht, ob man das national kennt, aber sagen wir jetzt, ein Winterbier deutlich stärker ist, ein starkes Bier. Und wir natürlich dann degustieren können. Und ich, also direkt an die Zapfsäule, schon nicht geredet, aber ich habe es so getrunken, wie ich Bier trinke. Yeah. Nämlich locker, ich weiß doch auch nicht, 3-4 Stangen innerhalb. Such mal das Bockbier. Ich glaube, Bockbier heisst es. Ja, gerade keine Verbindung. Moment. Ja, da ist es. Vielleicht sieht man das. Bockbier. Es ist schon sehr dunkel. Aha, das ist... Ja, Starkbier. Das ist grundsätzlich... Starkbier. Das hat... Okay. Ja. Genau, also... Damit wir für alle Werbung gemacht haben. Du, ist jetzt das ein schlechtes Zeichen, dass ich jetzt Lust auf Bier habe, wenn ich da das Bild sehe? Möchtest du eins? Nein, ist gut, ich muss noch fahren. Aber, was ich wollte sagen, ich habe das dann getrunken, einfach wie normales Bier. Und er hat es eingeschlagen. Ich bin einer, der Kontrolle braucht. Es kann gut sein, dass ich mal viel trinke und auch zu viel trinke. Aber ich bin mir dann noch bewusst, oh shit, ich verliere jetzt gerade ein bisschen Kontrolle. Oder irgendwie ist die Zunge schwer. Oder irgendwie dreht es mir schon das Bier ein bisschen. Aber ich bin mir dann bewusst und ich gebe mich nicht dem her. Mhm. So, also für mich ist es eher unangenehm, wenn ich zu viel gesoffen habe. Wenn es wirklich Sturm ist, dann bin ich absolut nicht mehr happy, weil ich weiss, okay, dann verliere ich ein bisschen Kontrolle. Und das ist voll passiert. Also ich bin wirklich hundsladen voll gewesen. Aber ich konnte mich irgendwie noch zusammennehmen. Kennst du das? Ah, das also, habe ich immer. Weißt, wenn wir vom Baschi reden.
Der Basch ist zum Beispiel einer, der gibt sich dem hin. Ob das ob jetzt dafür oder wieder ist, egal. Yeah. Aber der gibt sich dem hin und der ist dann plötzlich in dem Delirium und der ist dann nicht mehr der Basch. Und ich habe das Gefühl, oder dann ist er der Basch. Oder vielleicht ist er dann, ja, vielleicht unterdrückt er schon etwas. Aber ich bin dann eher ein Typ, der nicht mehr so sicher auf der Beine ist, der nicht mehr so, jetzt finde ich das Wort nicht, wo ich sagen, auf den Punkt reden. Ja. Ja, im Gegensatz zu sonst. Genau. Weißt du, was ich meine? Und versuche mich irgendwie gegen das anzukämpfen und wirklich auch dann einfach irgendwie komisch. Aber nicht, ich bin nicht hure unterhaltsam und ich werde nicht geschweige denn vulgär oder irgendwie mega blöd. Habe ich jetzt das Gefühl. Vielleicht muss man mal jemand anderes fragen. Aber von also dem ist es für mich kein Spass. Nicht vulgärer als sonst. Ich komme gar nicht auf einen Punkt oder an einen Punkt, wo ich wirklich zum anderen Typ werde. Mhm. Wo ja viele, vor allem Männer, aber auch Frauen, genau das Problem haben. Yeah. Sie haben getrunken, sie werden aggressiv. Sie haben getrunken, sie werden sexistisch. Sie haben getrunken, sie werden was weiß ich. Yeah, yeah. Das würde ich nie finden. Da könnte ich mir noch so viel Bier hinterbinden, kippen. Yeah. Aber nochmal, einfach. Ich weiß gar nicht, wie man auf das Stark, du hast von Starkbier geredet, genau, es gibt auch Starkbier. Habe ich müssen sagen, Bockbier, Starkbier, habe ich gelernt, hingert gelernt wie ein Idiot, und dann schlussendlich bereut. Und am nächsten Morgen. Also das letzte Mal, wo ich wirklich so eine Banane hatte, ist gesehen, an einem Grill, wo ein Kollege organisiert hat, und man hat so ein bisschen, eben, also ein, zwei Bier und ein bisschen Rosé und so. Und dann haben wir es irgendwann von Smirnoff Eis gehabt. Dann habe ich gesagt, Smirnoff Eis habe ich früher auf der absolute Shit gefunden. Und genau, so ist es gesehen. Wir haben irgendwie von Alkopops geredet, wo da merkt man dann eben unsere Generation, ich bin jetzt in die gleiche Generation wie ich. Das sind wir, glaube ich, theoretisch auch mal. Wenn du jemandem unter 30 von Alkopops erzählst, dann sagen die ernsthaft, aber was ist es genau? Ich habe es schon gehört, aber erklär mir mal, was das ist. Das ist jetzt gerade passiert mit einem Kollegen von mir, der macht Technik für mich. Und er ist 24. Und dann erzähle ich ihm irgendwie von Alkopops oder was weiß ich. Und dann sagt er, aber was ist es genau? Und dann haben wir es einfach erklärt. Und ich gesagt, es ist eigentlich ein Softdrink, aber halt mit Alkohol, oder? Mm. Und dann sagt er, ja, also Seltzer. Sag ich, nein, weil Seltzer, das habe ich noch müssen lernen. Eben, dann habe ich gesagt, okay. Seltzer ist moderner Alkopop, ja, genau. Weil es ist nicht mehr ein Zuckerdrink, sondern es ist effektiv einfach Wasser mit Gäralkohol und irgendeinem komischen Geschmack. So, oder? Aber Alkopops ist wirklich gesehen, nimm das süßeste Softdrink ever und knall dort noch Alkohol drin. Bacardi Breeze und wie das alles geheißen hat. Hutsch, jetzt bei mir noch okay. Hutsch, genau! Hutsch! Das ist doch irgendwann verboten worden. Ja, riesen Ding. Ja. Und dann habe ich gesagt, was alles überlebt hat, ist Smirnoff Eis. Ja. Smirnoff Eis kannst du heute noch reinkippen, das ist einfach geil. Mhm. Irgendwie hat das überlebt. Bacardi Breeze, was weiß ich, könnte ich nicht mehr, aber Smirnoff Eis. Mhm. So, dann ist mein Kollege verschwunden und eine halbe Stunde später ist er wieder gekommen und hat ein Sixpack Smirnoff Eis dabei gehabt. Oh. Und ich so, wow, wie geil, oder? Dann sind wir dort am Grill und dann habe ich zwei getrunken und habe eine Vollscheibe gehabt. Echt? Aber das ist doch nicht so stark, oder? Hey, aber mit dem Zucker und einfach das bisschen Investment vorher, von Bier und Rosé, das hat mich komplett genommen. Einfach, weil es nicht der Alkohol von der gewöhnlichen Wahl gesehen ist, behaupte jetzt mal. Weil sonst merkst du irgendwie, weißt du, trinkst Wein, dann weißt du, trinkst Bier, weißt du, da ist es. Und dort zwei Smirnoff Eis. Okay, dann kann ich dir auch eine Story erzählen. Ich habe 33 müssen werden, als ich zuerst mal wegen Alkohol im Strahl gekissen habe. Mm. 33 ja nie mehr. Ich habe nicht eine Phobie von Kotzen, aber ich hasse es einfach. Yeah. Und für mich wäre es echt, jetzt hast du wirklich definitiv zu viel gesoffen. Ich habe irgendwie Grenzen immer so ein bisschen gesehen und gespürt. Und dann habe ich Abend gehabt, ein Kollege von mir von Australien zurückgekommen und haben wir ein Fest gefeiert in einem Club, wo mega viel leichter aus, völlig am Tanzen, hier Strobo da. Und er hat angefangen, irgendwie um 12 Uhr mit. Was auf der Sido ging. Der Sido, Jägermeister? Genau. Ja. Yeah. Die Shots. Ja. Yeah. Und das ist genau das gleiche Prinzip. Da, das ist ein richtiges Energy-Gespräch. Was sauft der Sido gerade? Jägermeister. Weißt du, das ist auch genau das, was du sagst. Du hast keine Handhabung, wenn holt es mich um und wenn nicht. Yeah. Hat es aber getrunken, wie sie irgendwie, weißt du, Conny, ja, ist noch süß. Da wieder alle zusammen ins Maul. Wieder ins Maul. Wieder ein Neues, wieder ein Neues. Im Club nichts gemerkt. Nicht gemerkt, mit den Lichtern. Alles okay. Yeah. Dann bin ich aus ins Taxi gefahren. Hey, und dann merke ich so die Strassenlampe.
gehen so auseinander. Weißt du, so, weil ich nur einen Kreuzblick habe. Ja, fast schielen. Weißt du, heute kommt ja dann so ein Kreuzblick. Oder? Yeah. Das macht ein bisschen so. Yeah. Aber normalerweise, wenn ich aber also an der Grenze bin, so fest betrunken, macht es ein bisschen so, aber dann kann ich es wieder fokussieren. Yeah, yeah, yeah. Ich habe es nicht mehr zusammengebracht. Oh. Kannst du dir vorstellen? Oh. Die sind so auseinander. Oh man, fuck! Oh, ich habe einfach doppelt gesehen. Ich habe fast doppelt gesehen. Und dann ist so, okay, bewährte Strategie, hey, geh Wasser trinken, Brot essen, herhocken, ein bisschen Fernsehen schauen, oben haben kommen. Ich merke schon, es ist mir ein bisschen schlecht. Nein, ich komme jetzt bitte Wasser trinken, Brot essen. Nein, es wird mir immer mehr schlecht. Nein, wir wohnen am Wald dran, bin ich mit dem Hunger im Wald rausgelaufen, am Morgen um 4 Uhr. Ich habe, es tönt wie auch irgendwie der Jeffrey Dahmer wieder jemanden umbringt. Ich kann nicht leise kotzen. Ich schreie. Ich kotze nicht, ich schreie. Hast du das herausgefunden? Ja, auch schon, wenn ich vorher mal kotze, aber nicht wegen dem Alkohol. Ich habe gebackt. Mein Junge hat sich da gestellt. Nachher komme ich zurück, ist noch nicht fertig. Yeah. Es war Winter, tiefer Winter. Und dann ist so, oh fuck, ich kann jetzt nicht zu meiner Frau ins Bett auf, ich liege jetzt da noch ein bisschen auf dem Sofa, du aber das Fenster sperrangel weit auf. Bin oben noch nicht hergelegen und dann bin ich eingeschlafen. Und in diesem Raum ist es schlussendlich am Morgen, als meine Frau etwa um 10, 11 ist runtergekommen, minus 2 Grad gewesen, ich oben ohne auf dem Sofa, schon am Zittern gewesen vor Kälte. Ja. Trinken Alkohol, das macht Sinn. Das ist mein grösster Absturz gewesen. Wirklich. Dort war Kontrollverlust gewesen. Mit 33? 33 bin ich. Jägermeister. Das war früher der Alkohol unsere Wahl gewesen. Dann ein Kollege und ich haben oft eine gute Flasche können trinken. Echt? Und ein paar Bierchen und dann sind wir gefangen ausgegangen. Ja, das ist crazy. Das ist halt wirklich so die Teenager, Amts-Teenager-Zeit, wo du wirklich einfach das Gefühl hast, du bist unsterblich. Ja. Du hast so ein, zwei Jahre hast das Gefühl, mir kann nichts passieren. Und es ist dann auch so, also weißt du, jedes Mal, wenn du irgendwie, keine Ahnung, hast irgendwie noch im Suff einen dummen Unfall oder so, und es passiert einfach nichts. Ja. Das unterstützt dann das Narrativ. Ja, weil gewisse Sachen darf ich nicht erzählen. Ich habe natürlich auch schon ein paar Sachen gemacht. Aber gut, das ist das meiste für die Jahre, aber das kann ich nicht gleich hier nicht erzählen. Aber Unfall habe ich auch schon gemacht. Aber es ist nie zu jemandem zu schaden gekommen, ich selber. Du sprichst uns und sagst es dann, oder? Ja, das spare ich mir für das Sprechen. Ja, natürlich. Nein, ich bin auch schon mit einem Scooter gefahren. Also nicht an die Elektro-Scheiß-Scooter, wo heute jeder yeah. Freak rumfährt damit. So einen richtigen. Solltest du den Jungen wegnehmen? Findest du nicht? Ich wirklich immer zu viert auf den Elektro-Scooter. Ah, das, ja, klar, es ist immer... Also nicht, weißt du, nicht der Trottinett. Ja, ja. Ja, der Scooter. Aha, du meinst das Dealer-Töffli? Das Dealer-Töffli? Ja. Die also, meine ich. Jetzt sind ja nur Dealer auf denen. Früher, jetzt wenn immer... Sehr pauschal, aber es ist schon so. Ja, Dealer oder doofe Teenies. Wo meistens auch noch Dealer sind. Oh, wo noch Dealer sind auch dran. Die sind aber ab 14 Kunststück. Und das Lustige an diesen scheiß TLs, excuse, rede ein bisschen wüst, yeah. Ist, du kannst, wenn du den Führerschein entzogen hast bekommen, darum hat es auch viele, die du von 100 km angesehen hast, Alkoholprobleme, Schwerverbrechen, Drogen abhängen, was auch immer, fahr auf denen, Gesichtstätowierte, fahr auf denen rum. Du kannst jedes Mal, wenn du so einen 45-jährigen Gesichtstätowierten siehst, wo so mit dem Pitbull nebendran rumfahren, dann hat das Billy weg. 100%. Aber du darfst mit dem fahren, das ist doch crazy. Das habe ich nicht gewusst. Mag, so ist es so? Ja, ist gut, so? Dann erklärt es noch mehr. Ja, natürlich. Aber ich habe, nochmal, wenn ich von Scooter rede, denke ich jetzt immer an die Trottinett. Ich habe dann einfach noch einen Scooter gehabt, also einfach einen kleineren Roller, aber motorisiert. Ja. So. Aber kein Vespa. Nein, ich habe so in die, glaube 45 oder 50 können fahren. Ja. Also eigentlich ein Töffli. Ja. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich dann in dem Moment, es könnte ja sein, dass ich dann keinen Ausweis hatte. Aber dass ich mir einfach mal so einen gekauft habe, im Wissen, ich mache dann mal den Ausweis. Ja. Bin einmal mal mit dem ohne Ausweis rumgefahren und gemerkt, es geht ja eigentlich. Und dann bin ich mal ein paar Monate mit dem rumgefahren. Ja. Aber verjährt. Ja, ja, klar. Und dann eben auch einmal nach dem Ausgang zu Bern jetzt überall Tramschienen. Über eine Brücke gefahren, Tramschienen gekommen. Es hat mich auf den Sack gelegt, also wirklich auf die Schnur gefallen, niemand verletzt oder so. Und nachher ist irgendwie das Stammgas von dem Scooter drin geblieben und der hat so am Boden im Kreis gedreht. Nein. Und er hat es einfach gewusst, Simon, du hast keinen Ausweis, du bist betrunken.
du musst hier einfach jetzt abhauen. Und hast du das Scooter liegen lassen? Nein, das hatte ich dann gleich nicht mehr. Ich dachte, wie kann man das nicht zurückführen auf mich? Aha, ja. Viel Paranoia, dass ich den vielleicht mal gekauft habe. Yeah. Aber der hat so gedreht. Etwa wie ein Rotor von einem Helikopter. Aber ich wusste, jetzt gehst du da rein, du musst den zum Stillstand bringen und dann abhauen, dass du keine Aufmerksamkeit auf dich legst. Und dann habe ich dann zuerst mir das Gym-Bay geprätscht. Also wirklich, Katastrophe, bis ich dann mal konnte bremsen. Und drauf gestiegen, Blut überströmt, weggefahren, heimgefahren. Also, wer macht den Drogen? Ist das der Abschluss von diesem Segment? Nee, wirklich nicht zu viel saufen. Vor allem ja nicht auch Velofahren oder auch das. Einfach schnell heimstossen, gescheiter. Ich habe jetzt wirklich gerade letztes Wochenende einen Auftritt gehabt. Der Matteo Gutenrath hat Support gemacht und der wohnt sehr nah von mir. Beide von Basel. Und darum habe ich ihn heimgefahren. Und was jetzt schon zwei, drei Mal passiert ist, ist, dass, wenn ich ihn heimfahre, dass effektiv vor seiner Hütte gerade ein Parkplatz frei ist. Ja. Und er hat meistens irgendjemand entfernt sein Auto. Und dann haben wir es eigentlich immer so gemacht, dass ich schnell am Parkplatz warte, er das andere Auto holt und ich dann rausfahre, während er reinfährt. Oder? Okay. Dann hat er vor der Hütte einen Parkplatz. Weltklasse. Hm? Jetzt, das Wochenende, ich warte, bis er sein Auto holt und schaut die ganze Zeit so, denkt so, wenn kommt er endlich und schaut und schaut und schaut. Und dann sehe ich schon von weitem einen auf dem Velo, wo ich gefunden habe, der hat eine sehr interessante Racing-Line. Ja? Also so, der Max Verstappen tut die Reifen aufwärmen, so in dem Stil. Und kommt so an mir vorbei und gerade nachher kommt der Matteo, parkiert ein, ich fahre los. Und ich habe wirklich noch 3 Minuten bis heim. Gang links und dann ist wieder der vor mir. Und ich so, okay. Jetzt musst du einfach wirklich Zeit lassen. Jetzt der überholst du sicher nicht. Jetzt fahrst du halt einfach nur 8. Und bleibst hinter dem. Ja. Und er hat so einen Helm gehabt, so einen modernen, weißt du, wie die Skihelme, die jetzt alle haben. Noch. Ja. Also Vorzeigepapi im normalen Leben, aber dort ist er. Ist er auch mal. Er hat sich zu viel getrunken gehabt. Hundertprozentig. Ja. Und zuerst eben, also wirklich, weißt, fast zu langsam. Eben, wenn du so langsam fährst, dass du ja gar nicht im Kasten Gleichgewicht behalten. Okay, ja, verstanden, ja. Und dann ist er aber nochmal links, wo ich auch haben musste. Und ich bin wirklich oft hinter dran geblieben. Und hinter mir sind schon 3 Autos sich am Aufreihen gesehen. Und ich so, ist mir egal, ich bleibe jetzt hinter dem. Und dann kommt endlich die grosse Ampel, wo noch schöne Velostreifen hat rechts, oder? Dann habe ich gedacht, super, jetzt wird er dort hingehen und dann kann ich nachher, wenn es grün wird, kann ich oft vorbeifahren. Der hat in letzter Sekunde noch überlegt und gefunden, er geht lieber in die Mitte von der Straße, also ist wieder vor mir. Mhm. Und dann hat er aber irgendwie mal so irgendwie nach rechts geschaut und dann hat er gedacht, okay, ich glaube, ich muss dort rechts rüber. Ist er quasi im Stehen mit dem Velo, ist er so ein bisschen weiter rechts, hat er irgendetwas am Gang wollen schalten, weil, das hast du natürlich auch gesehen, das war ein Rennvelo. Natürlich, die, wo du quasi so liegst, aber er hat natürlich wollen sitzen, weil sonst wäre er wahrscheinlich noch schlechter geworden. Mhm. Und dann hat er irgendetwas wollen verstellen und dann ist er einfach im Stehen, ist er mit dem Velo immer wie wieder nach rechts gekippt, aber so richtig in die Zeitlupe und dann irgendwann ist er einfach auf die Fresse gefallen. Aber im Stehen. Vorher hat alles geschafft, aber das war dann zu viel gewesen. Einfach so, irgendwie so ein bisschen nach rechts. Dann frage ich mich dann, was ist denn das für eine Promillewert? Hey, also weißt du, sind wir in der Region 3 auch. Sicher. Und ich so, fuck, bin links neben ihnen gefahren, habe das Fenster runtergelassen und ist aber schon wieder am Aufstehen gesehen. Und ich so, hey, ist alles gut? Ah. Und dann habe ich noch nie so einen Smile gesehen. Der hat mich oft angesmiled gesagt, alles gut. Und ich so, okay, in dem Fall. Ich habe meinen Job gemacht. Tschüss. Also gut, das sind sicher 3, ja. 2, 6 oder so. Hätte ich jetzt mal so Pi mal Daumen gesetzt. Ich hatte das erste Wochenende, gehabt, wo ich auf 0,99 Promille kommen musste. Erst dann Wochenende gehabt. Also wir hatten so einen professionellen Polizeiblasbalken. Mhm. Und ich musste auf die genaue Zahl 0,99 kommen. Mhm. Und er hat es natürlich nicht direkt geschafft, dann auch wieder ein bisschen mit dem Warten wieder müssen herführen. Aber das sind, glaube ich, so 4, 5 Stangen schon, locker, bis du dort raufkommst. Ja. Yeah. Also das heisst jetzt nicht, also du das jetzt nicht abbrechen auf 0,5, wir sagen, glaube ich, ein Meter, dann ist es genug am gescheitsten. Logischerweise gar nicht, aber dann haben so 5 müssen saufen. Ja. Yeah. Und wenn du ein bisschen gewartet hast, bist du schnell wieder runtergefallen. Also bis du mal auf Indie 2,6 oder so kommst, das ist für mich unerklärbar. Und zu Russland fahren sie noch Lastwagen mit 4 Promille. Hey, es hat doch mal den polnischen Lastwagenfahrer gegeben. Ja, wo,
das ist mein Lieblingsartikel gesehen ever. Es war wirklich nur so eine ganz kleine News gesehen. Und irgendwie der erste Satz ist gesehen, er lächelt die Polizisten an, dabei müsste er tot sein, weil er irgendwie 4,6 oder irgendetwas gehabt hat. Also wirklich eine horrende Zahl. Und zwar hat er am Oberfahrt richtig einen eingefahren. Und jetzt ist aber noch der Rest Alkohol gewesen. Und hat am Morgen gegen die Übelkeit ein paar Bierchen getrunken. Und es ist natürlich ein Lastwagenfahrer gewesen. Oh Mann, aber nein, schlussendlich ist es ja tragisch. Schlussendlich ist es tragisch. Ich bin auch nicht einer, der sich in diesen Filmen freuen kann, wo sie hure Tor klaut, die Männer. Vor allem kommen sie ja wirklich meistens von Russland oder aus dem Osten, wo halt einfach einen anderen Umgang mit Alkohol haben und natürlich auch andere Hintergründe. Und dann schlussendlich in ein Gemüsebeet reingehen oder in eine Hecke, kriegen es voran und einfach am Arsch sein. Schwerste Alkoholiker, finde ich nicht lustig. Nein, das nicht. Lustig. Und der LKW-Fahrer, kann ich jetzt mal schwer davon aus, hat auch ein Alkoholproblem. Sonst wäre er, wie gesagt, tot. Meinst du? Überlebst nicht, Alter. 4,8? Oh, hier haben wir einen. Polizei. Ah, jetzt haben sie den Haaland gesehen. Stoppt. Jetzt haben sie gemeint, der Haaland ist... Nein, das ist der, wo... 7,2. Aus Litauen. Litauen. Oi, oi, oi. Ja, aber du musst mir natürlich noch bedenken, gell? Du musst zuerst umrechnen, von litauischen Promille in Schweizer Promille. Nein, das ist crazy. Darum, ja, ich finde es immer too much, dass man sagt, wenn man Velo fährt und mit über 0,5 verwutscht wird, wird dann das Autopermi weggenommen. Finde ich super doof. Irgendwie. Ja. Yeah. Oder nicht? Ja. Bin jetzt da... Nein, ich sehe auch nicht ganz die Korrelation. Es ist klar, du bist im Verkehr gesehen, aber ich denke dann auch, wenn ich jetzt mit dem Auto eben meistens nach Auftritt zu oben heimfahre, dann sind auch zu Fuß extrem betrunkene Leute unterwegs, ja, wo dann auch gerne mal 40 Meter lang auf der Straße hier und her torkeln, wo ich ja dann auch schauen muss, dass ich sie nicht überfahre. Weil, recht. Das ist eine Gefährdung vom Verkehr. Ja, es kommt doch nicht darauf an, wie stark bist du als Verkehrsteilnehmer. Ja. Auto, ich meine, mit dem Auto kannst du den Wayne The Rock Johnson töten. Mhm. Mit einem Velo könntest du jetzt höchstens sagen, gut, das Grosse könntest du verletzen. Ja. Vielleicht schwer verletzen. Das wollen wir natürlich nicht. Aber nochmal, also, du bist natürlich du bist nicht so eine Gefahr. Du bist in erster Linie für dich selber eine Gefahr. Ja. Und klar, wünschst du schon keinen anderen Autofahrer, wenn jetzt du gesagt hättest, der Verstappen, der vor dir geküffelt hat, überhole ich mal, dann wäre dir unten dran gefahren, wäre gestorben, hättest du auch ein Leben langes Gewissen gehabt als Autofahrer. Wahrscheinlich, ja. Und natürlich will man ja das auch nicht. Aber jetzt müssen wir so nicht zu weit spinnen. Also ich finde einfach schon, wenn man sagt, okay, lass das Auto daheim, wir nehmen es für das Velo, finde ich das einen überlegten Schritt, was man kann machen kann, dass man eben nicht in die andere Gefahr bringt, wenn man denkt, ich will etwas trinken heute Abend. Und dann finden sie irgendwie einen Brief da, wenn sie wegen, weißt du, wenn der Stockhagel voll, eben wie dein Kollege, dann war es nicht dein Kollege. Wo nicht dein Kollege? Die Brütsch. Wo die Brütsch vor dir da gefahren ist. Ja, mein bester Freund, der auch mein Bruder ist. Genau. Dann ist natürlich etwas anderes. Ja. Jetzt habe ich vielleicht den Faden verloren. Ja, aber ich weiß, was du meinst. 0,5 Velo und du hast Auto. Ja, also, der setzt es auf. Der setzt bei Velofahren ab 1,1 ist halt das Spermi weg. Yeah. Aber dann finde ich es so unfair. Die kein Spermi haben, die kommen nur mit dem Bus. Ich komme mit dem Bus und ich habe ein Spermi, dann wird mir das auch noch weggenommen. Nehmen wir doch echt das Velo weg. Die lüften. Ja, oder eben, du tust klar unterteilen. Du machst dann halt einfach bei 0,5 auf dem Velo, darfst halt für so und so lange nicht mehr Velo fahren. Ja. Dann überlegst du das vielleicht auch zweimal. Ja, vielleicht so etwas, aber irgendwie, das verrät nicht. Ja. Also sorry, das Litauen kannst du mit 7 Promille LKW fahren und 7,27. Oh mein Gott. Ja gut, aber gehen wir doch mal weg von den Lastern. Mhm. Über was wollen wir reden? Na, du hast dich sehr gut vorbereitet. Das ist ja ein Gespräch, wie du es sagst. Es geht hier und her. Vielleicht können wir Christoph fragen. Mhm. Über was ihr könnt reden? Ja. Oh ja, komm, Christoph, gib uns mal ein Thema. Dann reden wir oft über das. Ja, irgendetwas Schönes. Es ist bald Weihnachten oder... Ferien. Du hast gesagt, schön und Weihnachten. Irgendwie kommt das für mich nicht zusammen. Ja, angeblich schön. Ja, so. Jetzt können wir die Weihnachten nicht mal unsere Lichter anlassen. Das habe ich mich wirklich auch noch darauf gefreut. Es ist nicht Familienfest. Es ist, ja, und
wie soll ich sagen, ja, es ist, ich will nicht fies, ich habe Kinder, die hören viel. Ich habe Weihnachten sehr gerne, vor allem wegen der Kinder. Ja. Yeah. Nein, es ist in erster Linie wirklich gegen einen kleinen Stress, das ist eine Organisationsfrage. Ja, logisch. Ich finde, mich kann sich unter einem Jahr wirklich auch sehen mit der Familie, anstatt so einem Abend, wo dann alle zusammenkommen. Aber machst du das denn auch wirklich? Was? Unter der, ja, aber es heisst doch auch nicht, dass immer alle nachher, Weihnachten ist ja wirklich häufiger so, jetzt will ich gar nicht so klischiert reden, oh, Weihnachten gibt es Familienstreit, aber das Problem ist halt wirklich, man kommt dann zusammen und so Serie aus dem Familienkreis, wo man schon nicht so sieht, oder halt es ist einfach alles auf einen Haufen. Und an einem Abend mit vielen Erwartungen. Ja, ja, das ist, glaube ich, und weil man halt Kux aus all diesen Hollywood-Kackfilmen das Gefühl hat, das muss immer... Nicht gut, es gibt natürlich auch Hollywood-Filme, wo es dann alles eskaliert, aber vielfach ist halt... Ich sage, 8 von 10 Hollywood-Filmen ist Weihnachten etwas Schönes. Auch das schönste Moment vom Jahr. Ich habe jetzt Erwartungen eingeimpft bekommen. Obwohl, ich muss rückblickend sagen, von den 40 Weihnachten, die ich erlebt habe, und bewusst erlebt sind es vielleicht 37, und dann sagen wir, wenn ab 20 Weihnachten, die ich als Erwachsener erlebt habe, muss ich jetzt sagen, es sind 20 Scheiße. Nein, schon nicht gerade. Aber es sind jetzt nicht 5 davon. So, also ich muss sagen, das ist das geilste Fest vom Jahr gewesen, und das schönste und das besinnlichste. Und es war so schön gewesen, wenn ich Flöte gespielt und Geige gespielt und Klavier gespielt und haben sie da Arme gesagt, nein, es ist einfach nicht wahr. Yeah. Aber gleich gehen wir alle ja gleich weiter mit dieser Erwartung her. Und schlussendlich gibt es meistens noch bei uns, bei dir ist es vielleicht ganz anders, irgendein Streit. Oder jemand ist scheiße drauf. Oder was ist jetzt da wieder? Und dann kommen wir irgendwie, holen wir wieder Leichen aus dem Keller. irgendwie schwierig. Weißt, das macht man ja dort weiter, wo man das Jahr davor aufgehört hat. Eigentlich, ja. Ja, genau. Das stimmt. Pausentaste wieder am 26. drückt. Am 24. laufen sie wieder an. Und darum, ich bin ehrlich gesagt gar nicht so ein Fan von Weihnachten, weil ich aber wirklich gerne hatte, auch in Bezug auf meine Kinder und für meine Kinder, eben so ein bisschen genau eigentlich den gleichen Scheiß machen, wie es meine Eltern auch schon gemacht haben. Ich sage, Weihnachten ist das geilste und schönste Freude drauf. Nein, aber ich wollte ihnen auch ein bisschen die... Was ist es? Es ist etwas, ich frage das richtige Wort nicht, etwas Magisches, etwas Mystisches soll es ja auch haben. Yeah. Aber ehrlich gesagt geht es ja vielfach auch nur um Geschenke, sind wir ehrlich. Ja, das ist ja auch ein bisschen der Druck, der dann noch dazu entsteht, oder? Ja. Das ist ja, ich denke, eben, wegen all diesen Hollywood-Filmen und so, gibt es so ein Gesamtpaket, das irgendwie erwartet wird von so einem Familienfest. Dabei ist irgendwie die realistische Variante ist, kennst du Filmfesten? Sag mir etwas, aber ich, nein, ich weiß gar nicht. Nein. Der Christoph kennt ihn. Ja, ja. Festen, ja, aber ist das nicht Brief? Das ist eine. Ist ein Horrorfilm? Das ist ein Dogma, ein sogenannter Dogma-Film, glaube ich. Ja. Zeig mal das Bild. Das ist ein dänischer Film. Festen werden noch nicht am Schluss auseinandergerissen. Nein, nicht auseinandergerissen. Nein. Es ist wirklich einer der schrecklichsten Filme, die jemals gesehen habe. Sag mir etwas. Nein, zeig keinen Trailer, bitte nicht. Du machst alles kaputt. Ich mach lieber dir kaputt. Es ist der 60. oder 70. Geburtstag von meinem Vater. Oder? Und es ist irgendwie so ein grosses Familientreffen und alle kommen. Und der Sohn ist, glaube ich, steht auf und sagt, ich habe zwei Reden. Ich glaube, die Schöne nennt er die eine und die andere ist die Wahrheit. Oder Lüge und Wahrheit, irgend sowas. Ja. Oder? Und danach fragt er die Leute, welche er soll nehmen. Und danach sagen die Leute, ja, die Wahrheit. Und dann erzählt er die Wahrheit. Und sie ist absolut schrecklich. Okay. Das ist... Ja, Mama, sag mir etwas. Sag mir das. Ah, okay. Das ist ein Klassiker schon, oder? Das ist Lars von Trier, oder? 1998, Lars von Trier, ja. Okay, gut. Spannend. Zieh ihn mal rein, tönt gut. Erinnert mich an meine Feste. Aber darum sage ich, das realistisch. Was sagt Hollywood? Wie du vorhin gesagt hast, bei den Geschenken fällt es schon an. Es gibt in jedem Hollywood-Streifen die Geschenke, die sind ja riesig. Yeah, yeah. Was kaufen die ihren Kindern, die so gross ist? Geschenke sind ja so gross wie der Weihnachtsbaum. Yeah, yeah. Riesig. Heutzutage kaufst du irgendwie noch PlayStation-Gift-Card, oder? Und man so, genau die kleinen Geschenke in dieser digitalisierten Welt. Siehst du nicht mal unter dem Weihnachtsbaum. Schon dort fällt es an. Es ist auch so eine gewisse Illusion. Aber eben, lange Rede, kurzer Sinn. Was ich noch Freude daran hatte, ist eben das Schmücken, das so ein bisschen Nesten daheim, so sagen wir, es gemütlich machen, Kerzenlicht oder eben auch mit denen Weihnachtsbeleuchten. Das habe ich schon noch geil gefunden. Es hat halt irgendwie so einen Charme in der dunklen Zeit, ein bisschen Wärme. Und das wird uns ja auch noch genommen. Wegen dem Sturm? Ja.
Gut. Auf was soll ich jetzt noch freuen, die Weihnacht? Die Wärme kommt natürlich dank Katar. Stimmt, kommt, stimmt. Hey, mir die Cheese klein. Also, es ist, muss schnell hier ausholen, wenn du über Katar redest. Ja. Yeah. Jetzt vielleicht, wenn wir es ausstrahlen, ist auch die WM schon am Laufen. Und darum, ich kann dir nicht sagen... Wann fängt die überhaupt an? 20. November. Das sind zwei Wochen. Und natürlich ist ja an mir auch als Medienschaffer nicht vorbeigegangen, dass es natürlich verschiedene Lager gibt rund und vor allem verschiedene, also viel grosse Missstände gibt in diesem Land. Yeah. Und wieder von Neuest. Also Katastrophe. Da müssen wir nicht drüber reden. Und dass viele die WM auch boykottieren, ist mir auch bewusst. Mhm. Dass viele auf Public Viewing verzichten, ist mir auch bewusst. Am Weihnachtsmarkt, Public Viewing am Weihnachtsmarkt. Na gut, aber Public Viewing, das hat jetzt im Winter, rein, also es mal im Winter eine WM gibt, habe ich nicht mal etwas dagegen gehabt. Yeah. Dann vor 12 Jahren, wo das ist rausgekommen, wo ich ganz ehrlich gesagt, und vielleicht ist ja das so das Positive am Ganzen, also jetzt ist man glaube ich schon ein bisschen sensibilisiert über das Land, wo man vielleicht früher nicht gesagt hat, ja, da machen wir ganz wunderbare Winterferien in dem schönen Katar, da ist immer warm, da sind schöne Hochhäuser und Wüste. Yeah, yeah. So, jetzt sehen wir das nicht mehr. Und das ist ja zumindest sicher das Positive rund um die Berichterstattung und überhaupt, dass die WM dort ist, wenn wir etwas Positives daraus rausnehmen. Ja. Yeah. Etwas. Aber da muss man lange suchen. Und was ich aber sagen, dann zumal sind geil gefunden. Aber, weißt, ich bin auch viel Public Viewing und hier regnet es ja manchmal schon Public Viewing. Da gehst du auch rein schauen. Mhm. Also bist du ja nicht im Sommer immer nur draussen an Public Viewings. Da finde ich so geil, ich mit Leuten zusammen, die ich nicht kenne, ein Match schauen und für deine Mannschaft fieber. Yeah. Und am Schluss mit der gegnerischen Mannschaft entweder gehst du schlägeln mit den Fans oder rein gehen. Nein, immer am Anfang. Mhm. Und aber warum findest du ein Familienfest so blöd? Stimmt, das ist genau gleich. Genau. Das ist super zusammen oder holt sich die Zähne in die Speiseröhre. Jedenfalls, ich habe mich einfach gefreut, Vorfreude. Natürlich ist mit der Zeit dann, alles klar geworden, dass man eigentlich sich gar nicht darf freuen auf die WM oder einfach oder zumindest Minimum ein kleines schlechtes Gewissen muss haben. Aber jetzt hat es gegipfelt, vor ein paar Wochen haben wir das erste Wochenende Wend gemacht. Das ist ehrlich gesagt, ich habe gesagt, du hast erst Wochenende, wenn du das Panini-Album von meinem Sohn gefüllt hast. Yeah. Kleber. Yeah. Es war etwa ein Drittel gefüllt und er hat sich selber müssen füllen. Das heisst, er hat mal ziemlich viel Geld ausgegeben. Ja, klar. Bis er dann, die waren glaube ich die 350 Kleber noch, alle hatten, ohne Doppelte. Und was aber nicht die Reaktion war, war crazy. Wie unterstützen die? Also ich bin nicht mal sicher. Also klar, zahlt Panini auch der FIFA gewisses Geld und FIFA, klar. Yeah. Ist etwas furchtbar Böses, das ist klar. sorry, ich bin schon ein bisschen müde, ich schon den ganzen Morgen im Radio geredet. aber was ich wollte sagen, es ist jetzt auch nicht der nächste Weg, als ich die Scheichen von Katar unterstütze, mit dem ersten Wochenende, wenn hier, wo ein Kleber für meinen Sohn klebt. Yeah. Aber einfach, was dort für einen Shitstorm ist ausgelöst worden, zeigt die Brisanz, wo die WM auslöst, sicher auch gerechtermaßen. Aber für mich ist es spannend, das kann man parallel mir über das reden, ist mir dann schon weiter, möchte ich wissen, wie wird es, wie schlägt sich das dann aus? Weißt du, der Kollege, ist es dann wirklich so eine WM-Scham? Wir reden ja schon von der WM-Scham, also mit meinen Partys sagen, hey, heute Abend Schweiz, Brasilien, gehen wir schauen. Du bist wahnsinnig! Spinnst du jetzt eigentlich? Verräter! Weißt du, kommt es so weit? Ich frage mich, also ist wahrscheinlich genau, eben, wenn der rauskommt, der Podcast ist wahrscheinlich gerade so Start gesehen und ich habe das Gefühl, es wird die Leute, also einerseits ist es natürlich so ein bisschen, was ist es gesehen, Japan, Südkorea, es sind ein bisschen komische Zeiten zum Teil, also ich glaube irgendwie die Schweiz spielt einmal um 10 Uhr morgen oder um 11 Uhr morgen, unter der Woche sogar oder so, ich glaube es wird so eine bisschen sehr, sehr öffentliches Desinteresse wird dargestellt. Und nach 2 Wochen werden die Leute trotzdem sagen, jo, es läuft ja noch Match, kommst zu mir. wenn ich schon das Gackler aufheizt, lassen wir noch den Match dazulaufen. Oder? Mhm. Also ich habe das Gefühl, es wird sich trotzdem so irgendwie in den Alltag reinschleichen. Ich merke bei mir selber auch, dass ich natürlich noch so ein bisschen zuerst habe ich wirklich gedacht, ich schaue kein Match. Und zwar nicht mal aus, also klar auch aus Boykott, aber ist ja immer das Gleiche. Macht es jetzt wirklich den Unterschied, ob bei mir daheim der Fernseher an ist oder nicht? Ich zweifle daran. Aber klar, man kann es machen, es setzt ein Zeichen, ja. Vor allem wenn es viele machen, gibt es auch eine Bewegung, wunderbar.
Ich habe aber nicht mal so aus Boykottgründen gedacht, weil effektiv, ich finde es ziemlich Bullshit, dass es um diese Zeit jetzt ist. Das ist wieder das Hauptproblem. Auch die Bauarbeiter, die ums Leben kommen. Nein, natürlich ist das schrecklich. Die Frauenfeindlichkeit und die Frauenverachtung. Das ist gleich, aber dass du am 11 musst aufstehen musst als Comedian. Nein. Das ist eh noch nicht wahr. Es ist zu früh aufstehen, wo die Arsch ist. Das ist viel zu früh für mich. Nein, natürlich, aber ich finde, Boykott ist das falsche Wort. Ich finde natürlich absolut schrecklich. Und ich habe jetzt irgendwie schon 2-3 Dokus geschaut, weil das ist jetzt das, was alle machen. Jetzt kommt von überall irgendein Doku raus, wo über die Missstände noch ein bisschen intensiver berichten. Und ja, das ist, aber eben, leider, sage ich jetzt mal, beschäftigt man sich jetzt schon seit ein paar Jahren mit dem und weiss, irgendwann findet die WM in Katar statt. Und dann ist es wirklich noch eine Entscheidung, eben, was schaust du und was schaust du nicht. Und mich interessiert es jetzt einfach nicht wahnsinnig. Es interessiert mich nicht wahnsinnig, es ist für mich nicht der richtige Moment. Hast du jetzt extra so? Nein. Das war für die Stündler. Das haben wir abgemacht im letzten Podcast. Nein, natürlich nicht. Ja, nee, ich habe nochmal etwas studiert und währenddessen. Ich habe gleichzeitig zugelassen und gleichzeitig studiert. Und dann tue ich mir aber hier Tränenflüssigkeit ein bisschen, ach so. Lösen. Nein, aber ich glaube schon, es ist wirklich eine Kombination. Ja. Und ich weiss nicht, von wo der Ursprungsgedanke ist, aber Winter ist Bullshit. Ja. Dass es also in Katar ist, dass es gekauft ist. Ursprungsgedanken können wir auf die FIFA reduzieren. Punkt. Ja. Und ich glaube sogar um ein Set Blatter. Fertig. Wo ja, das ist ja zynischer, geht es ja nicht, dass er vor kurzem, jetzt, wo wir aufzeichnen, sagt, es gibt. Jetzt im Nachhinein hat er so gescheitert der USA gegeben, die Shoot-WM. Und als Begründung, ja, weil halt das Land viel grösser ist, die USA. Katar ist ein kleines Land und es ist infrastrukturell schwierig. Das sagt der Idiot. Yeah. Weißt du, auf der einen Seite so ein Pseudo-Eingeständnis, aber halt die Schnur halten. Halt einfach die Schnur, der sagt nichts. Yeah, sag lieber nichts. Als dir noch kurz vor dem Tod ein schlechtes Gewissen, ein gutes Gewissen zu machen. Wünsche ihm natürlich nicht, dass es früher oder später geht, aber er hat auch schon ein gewisses Alter, du weißt, was ich meine. Also FIFA ist der Grund von allem Übel. Punkt. Da kann man jetzt, oh, dann schau mal an diese Doku. Oder? Klar kannst du auf der einen Seite, Katar ist ja, und auch wichtig, dass wir jetzt auf die Missstände aufmerksam werden, aber die FIFA, ey. Ja klar, eben, also die eine Doku, die ich geschaut habe. Boykottierst natürlich schon ob FIFA, schlussendlich, oder? Ja. Aber, ja, ich finde die Aussage, die du machst, so, ja, wenn ich es mache, das bringt dir noch lange nichts, kannst du ja bei allem sagen, dann gehst du auch nicht mehr wählen, dann gehst du nicht mehr stimmen. Ich habe es ja gerade relativiert und habe gesagt. Du hast es schnell relativiert und das ist ja richtig und wichtig, finde ich. Also grundsätzlich würde der Boykott etwas bringen, aber ich habe einfach Fußball zu gerne. Und ich bin einfach ein grosser Schweizer Nazi-Fan. Und das wird das Problem sein. Mhm. Wenn man schaut, die letzten, ich habe jetzt erstmal geschaut, das Quotenbarometer vom Schweizer Fernsehen, die meist eingeschalteten, die Sendungen mit der höchsten Quote von den letzten 20, 30 Jahren, sind der Top 10 oder 12 als Schweizer Nazi-Match. Ja, alles. An den grossen Turnieren. Alle über eine Million. Ja. Weit über eine Million. Ja. Also da kann ich glaube, einer der meistgeschauten ever, Platz sicher in der Top 3, ist gesehen Schweiz-Ukraine. Der grösste Scheiß-Match der Welt. Ja, aber gut, grossartiges Elfmeterschießen. Gilt bis heute als schlechteste WM-Match aller Zeiten in Deutschland, Köln, ich bin hergereist und gewusst, Ukraine, also ja, gut, das ist ein anderer Kontext heutzutage, aber dann zumal, ich dachte, Ukraine, nein, das kann ich nicht. Aber die haben doch noch den Dings gehabt, Shevchenko. Shevchenko war der Einzige. Yeah. Das war Shevchenko. Ukraine war Shevchenko. Hat das so geheißen? Hat das so geheißen? Hast du einen Faktenchecker? Kannst du bitte schnell schauen, ukrainische. Ist das nicht der Politiker, den wir jetzt gerade gesehen haben? Nein, Shevchenko ist doch auch der Politiker. Ja, gut. Wir haben den Chris von der. Schönen Name wie Moser, weißt du? Ja, wie Moser. Jedenfalls war die Vorfreude gross gewesen, man gewusst, ich schlafe. Und dann, was ist passiert? Langweiligste Match ever. Und du sagst es, ich glaube, der Quotenmatch war, nebst das Bahnen und anderen, weil man sich natürlich, erstmal ist man dann nach langem wieder mal an der WM gewesen. Und zweitens. Ja. Andrei Shevchenko. Das Lesenbrauen, die nehme ich das erste Mal. Du musst noch ein bisschen mehr Tränenflüssigkeit rein tun, dann kommt es. Gibt, nochmal, ich weiß nicht, ob du ein Schweizer Nazi-Fan bist. Ich habe dir jeden Match, den du mir fragst, von jedem Endspiel oder Grossturnier, meine ich, kann ich dir sagen. Jeden. Ich weiß noch. Also ich kann dir auch noch viel sagen, weil ich habe natürlich zum Teil auch noch beruflich bedingt. Einmal habe ich mit dem Bröcki, mit dem David Bröckemann, haben wir eigentlich Schweiz-Argentinien haben wir eigentlich durchkommentiert. Ah, okay.
wo 1-0 verloren ist gegangen. Ja, mit dem bitteren, ist 1-0 gewesen, ja, mit dem Verlängerung. Mit dem bitteren Pfostenstolperer. Vom Cemaili. Ja. Ui, wo er nicht rein da. Seitdem ist der gestorben für mich. Das ist ganz bitter gewesen. Nein, das nicht. Ja, und dann schlussendlich, die Maria hat es 1-0 gemacht. Richtig. Und es ist für mich ist ein spannendes Verhältnis zur Schweizer Nazi, nämlich... Wo sie die Hymne nicht singen. Nein, ja, ja, genau. Das ist all das Zeug, was mich interessiert. Nein, aber es ist natürlich als Basler, ja. Wird dir jetzt langsam bekannt vorkommen, weil jetzt ist ja IBE immer recht gut dabei und so. Aber als Basler ist effektiv so gesehen, du hast große Liebe für den Club, für den Verein. Und die Schweizer Nazi, das ist nie so richtig greifbar gesehen. Weil wir so eine stark verwurzelte Fußballkultur haben mit unserem Verein. Ja, aber nur mal halt schon. Darf ich eine Zwischenfrage? Es interessiert mich nur. Ja. Viele, Basel war die Talentschmiede von Shaqiri bis Xhaka, sind ja alle Basler. Ja, also, Früher hast du sie noch gesehen. Ja. Also, weißt du, Huckel, Streller, ja. Jackins, Frey. Es ist ein riesen Bandbreite. Aber das verstehe ich umso weniger. Das Argument zahnt bei mir null, dass du sagst, hey, wir haben einen guten Clubfußball, darum interessiert das Nazi nicht. Wenn die Beste in der Nazi ist, ich sage nicht, interessiert nicht, aber es ist nicht das gleiche Fantum. Okay. Es ist nicht das gleiche. Und zwar, ich habe es wirklich gemerkt, man ist Supporter. Ich rede nur von mir. Mm. Ich rede wirklich nur von mir. Aber ich habe es schon gemerkt, ich habe gedacht, so ist das einfach. So, zu Basel und Umgebung. Man ist schon dabei. Man findet die Schweizer Nazi toll und so und man ist für die. Aber alle haben so ein sehr, sehr starke ein sehr starkes Zweitteam, wenn nicht sogar Erstteam, wo sie dann an der WM dafür sind. Mhm. Also viele sagen dann, ich bin für Brasilien. Das sind für mich für absolute Snitches. Eben, aber das ist ein bisschen ein Basler und dann gehe ich das erste Mal ein Match in Luzern schauen. Dort ist Public Viewing, irgendwie ein Schweizer. Oder Horgen bin ich auch mal gesehen. Horgen habe ich auch mal ein Schweizer. Jetzt hat der Ermo reingenommen. Hey, und dann hast du wirklich die rot-weiße Kappe angelegt, der Fanjar. Nein, dort habe ich vor allem gemerkt, wie intensiv die anderen Leute dem gegenüber sind. Ja. Und dann habe ich es aber gemerkt, wie es mich gleich emotional wirklich berührt hat, wo Schweiz-Frankreich gespielt hat. Und das ist halt einfach. Also, das ist, wenn du sagst, Schweiz-Ukraine, ist einer der langweiligsten WM-Match ever gesehen, Schweiz-Frankreich. Ja. Mit Abstand der Beste. Mit Abstand der Beste WM-Match. Als Skript, EM ist sie eigentlich gesehen, oder? Hä? EM, ja. Das ist so, ich kenne den Umfrage. Mit Abstand der Beste WM-Match. Nein, natürlich EM, ja. Also besser kannst du das nicht schreiben. Das ist absolut ein Traum. Jetzt zähle ich wie ein Boomer 1994. gegen Rumänien war das, glaube ich, wo man glaube auch ein wahnsinniger Match gemacht hat. 4-2 gewonnen, würde ich behaupten. Ah. Mit Chapisa, Suter. Das war die erste Generation in den USA. Und ist dort nicht noch der... Was war im Goal gesehen? Der Golaviti. Ist dort noch der Pascolo gesehen? Marco Pascolo. Ja. Yeah. Oder Zuberbühler, der ist auch noch Pascolo. Nein, Zuberbühler war später. Er war Marco Pascolo. Weil der hat so einen aus dem Ecken gefischt. Das ist schon lustig. Bis dann haben wir nur Krücken im Goal gehabt. Und nach dem Pascolo... Nein, nach dem Zubi. Zubi war auch ein bisschen Krücken. Kann ich sagen. Er hat zwar das ein oder andere Match auch entschieden, weil er, glaube der ein oder andere Big Save gemacht hat. Aber in erster Linie ist er auch ein Fliegenfänger. Aber ich habe eine gute Theorie zum Zubi, warum der eigentlich so ein paar Big Saves gemacht hat. Weil, wenn du dich mal achtest, hast du eigentlich immer ein bisschen falsch gestanden. Ja. Und weil er so falsch steht, hätte er dann wieder irgendwie können rausfischen können. Aber er ist falsch gestanden. Das heisst, er musste sich mehr strecken. Ein anderer hat wahrscheinlich einfach zu aus der Luft gefangen. Genau. Ein paar lauter Zufall gewesen, wenn er mal... Ja, stimmt. Er ist echt immer falsch gestanden. Und manchmal ist der Zufall richtig gestanden. Aber was alle sagen, die mit ihm gespielt haben, gesagt, er hat natürlich einen taktischen Blick gehabt wie kein anderer. Ja, okay. Aber ja, lustig, dass man bis dann wirklich nur Flöten im Goal hatte. Und jetzt irgendwie denkst du, was soll man? Nein, also der hat den Hitz, also der Hitz nicht. Ja, der hat den Vorballmoos. Was Vorballmoos nicht? Ja, dann nehmen wir halt den Bürki. Also, ja. Unendlich viele gute Goalie. Also da hat in der Schweiz etwas Wahnsinniges geleistet in den letzten Jahren. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, der gute Match. Schweizer ich kann dir nicht genau sagen, warum. Ich bin ein riesengroßer, bei mir ist IBE, bei dir ist es Basel. Sie King IBE-Fan. Yeah. Aber für mich hat es nie, und das ist lustig, ich kenne das auch von Freunden von mir, die auch Fans sind, die reden gerade gegenteilig, die sagen, wie du, für mich ist der Club mit Abstand Nummer 1 und dann kommt Schweizer Nazi. Yeah. Bei mir ist es, ich rede emotional, mit Abstand Nummer 1 gewesen, die Schweizer Nazi und dann der Clubfußball. Wirklich? Jetzt aber nicht. Natürlich im entscheidenden Match, wenn mein IBE, dann 2018 gegen Luzern, nach 30 Jahren,
dort nicht den Titel holt, yeah, ist es natürlich genau so ein emotionaler Orgasmus gewesen, wie wenn die Schweiz gegen Frankreich gewinnt oder vielleicht noch krasser gewesen. Mhm. Aber du hast natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, das ist eine quantitative Frage, oder? Viel mehr Möglichkeiten, einen Eibematch zu schauen. Wenn du halt dort mal einen verlierst oder unentschieden spielst gegen Sion und Balotelli, dann ist es halt so, dann gewinnst du halt dann den Nächsten. Und es ist für mich mehr Alltag. Nazi ist mehr Ferien. Mhm. Clubfußball ist mehr Arbeit. Nazi ist mehr Viertag, Festtag, Volksfest. Mhm. Aber gleich vom Emotionalen her, ich bin so hure nervös gegen bei dieser Nazi. Ohne das Patriotische immer zu haben, das habe ich nicht. Yeah. Ich bin sportlich, es ist ein sportlicher Aspekt. Und, was hast du denn zuerst gesehen als Kind? Sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, nein, das ist schon gut. Ja, ich denke, also ich bin so ab 13 ins Stadion regelmässig gegangen, reinschauen. Vorher auch am Fernsehen mit meinem Vater die Schweizer Nazi-Match. Aber ich glaube, es ist das. Ich glaube, es ist ohne Scheiß. Ich habe geflucht, wenn irgendwie dann noch alle Geiger-Scheiße gespielt haben. Hey, wir könnten noch lange über Schulter reden. Das ist kein schöner Podcast. Es gibt andere Podcasts, wo dort. Bei mir ist es wirklich eine emotionale Geschichte. Und dann ist für mich eben zu vergleichen, weil die Schweiz, und ich muss mich natürlich immer, ich habe ein sehr multikulturelles Umfeld von vielen ItalienerInnen rund um meine Partnerin zum Beispiel, ihre ganze Familie und andere Nationalitäten von Mannschaften, die sehr stark sind, die auch weit kommen, wie Kroatien oder was weiß ich. Immer müssen sie anhören. Oder Franzose, oder egal wer. Ja, die Schweiz auf Zähne. Und ich habe immer behauptet, und ich habe die Nazi wirklich extrem verfolgt. Und gewusst, das Potenzial ist hier. Und da reden wir seit 2006. Also eben genau so etwas möglich ist, wie jetzt das letzte Jahr ist passiert, dass man ohne Probleme, dann, wenn man die Spanier noch hätte geschlagen, wärst du im Halbfinale gewesen. Mhm. Und vielleicht sogar im Finale. Dann haben die Italiener dann vielleicht im Halbfinale geschlagen. Es ist ja alles möglich gewesen. Und das hat immer so knapp nicht gelenkt. Wie du hast gesehen, gegen Argentinien, was auch immer. Es hat mehrere so Matches gegeben, wo man einfach so nach der anderen war und es nicht geschafft hat. Und dann gegen Frankreich ist der Knopf auf und ihre Dramaturgie von einem Match nicht zu überbieten. Absolut. Als du führst, als du eine Penalty verschießt, dann kommen die anderen Arschlöcher, excuse, ich bin auch Fan zu dem von den Einzelspielern, aber an der Pogba, wo er noch so her ist. Yeah, yeah. So, ich bin der King und du kannst alles zusammenschlagen. Es ist wirklich, es ist wie im Film gesehen. Match. Es ist wie im Film. Immer noch, wenn ich daran denke, dann kann ich mich fast und dann dreht man den Match, es ist alles Geschichte mit dem Penalty Heaven und so. Und ich bin dann auch in die Stadt gegangen und die ganze Nacht gefestet und gefeiert, als gäbe es kein Morgen mehr. Yeah. Und das löst bei mir einfach die Nazi aus und wir reden um Himmels Gottes Willen vor Qualifikation ins Viertelfinale. Ja, ja. Stell dir vor, es wäre noch weitergegangen. Aber das Potenzial, habe ich das Gefühl, ist da. Aber genauso wie es hier ist, ist halt auch möglich, dass man plötzlich schnitzert und jetzt, wenn wir, das ist ja noch lustig, wir können jetzt schon ein bisschen, komm, ich gebe den Tipp ab. Mhm. Die WM ist ja jetzt am Laufen. Ich sage, ich fahre, Schweiz gewinnt gegen Kamerun, es wird aber schwieriger, als man meint. Gegen Serbien macht man ein Unentschieden. Aber es wird, es wird schwierig. Gegen Serbien ein Unentschieden, es wird schwierig, sage ich an der Stelle. Aber ich glaube, Unentschieden bringen wir sicher her und vielleicht gewinnen wir. Aber das ist natürlich dort halt auch ein Revanche-Match. Und dort ist viel gegangen und viel nicht gut gelaufen, denn Schweiz gegen Serbien vor ein paar Jahren. Du musst dich daran erinnern, wenn sogar der Lichtsteiner der Adler macht, mitgefangen. Weißt, du schaust mich so an, als hättest du keine Ahnung. Mhm. Doch, ich höre dir wirklich zu. Also, lass mich zuerst. Gespannt. Also, Kamerun-Sieg. Serbien unentschieden, wir bangen ein bisschen. Brasilien wird das Mal eine Niederlage reinschneiden. Letztes Mal haben wir unentschieden gespielt, aber auch ein bisschen glücklich, muss man sagen, an dieser Stelle. Etwa ein Goalschussverhältnis 96 zu 2. Aber das hätte für das Unentschieden dann gelangt. Man kommt mit Biegelbrechen wegen dem Torverhältnis weiter in dieser Gruppe. Okay. Was sagst du? Ich habe mir nur überlegt, ich schneide das dann so raus und poste es dann, nach diesen drei Matchen. Sehr schön. Das ist mir egal. Ich kann mit dem leben. Ich tue Wetten, ich tue Sportwetten machen und ich tue das auf dem Podcast erzählen. Ich boykottiere es. Von A bis Z. Was ich schon Geld verloren. Egal. Hey. Okay, wer wird in dem Fall Weltmeister? Ja, für mich ist es klar, Brasilien. Wirklich? Ja. Ja, die sind unschlagbar. Okay. Das Mal wird es nicht Europa, sag ich. Zack, Finale. Ja, ich sage nur, sag Italien gegen Frankreich. Sorry, liebe Italienerinnen. Die teuerste Mannschaft, das ist ja crazy, was ist der Wert von der Spieler? Von der Nationalmannschaft? Von der Nationalmannschaft, yeah. Du bist auf Platz 1 weltweit.
Puh, wie der Marktwert von den Spieler, von den einzelnen Spielern. Ich hatte jetzt irgendwie, warte jetzt. Liechtenstein ist es nicht. Nein, aber ich hab's gerade überlegt. Also, du hast natürlich so einzelne Big-Wechsel. Also, weißt du, irgendwie, was hast du gesehen? Neymar oder Messi. Aber ich glaube, wenn du dann so den Gesamtwert anschaust, dann rabelt es auch rein, wenn du auf alle die 30 Millionen Wechsel und so anschaust, oder? Ja. Es gibt schon eine, zwei grosse, aber hey, die vorhin an. Dann ist es momentan. Gibt es viele so spannende Momente in deinem Podcast? Es ist extrem spannend. Die Tension ist du, der Christ, hat so ein bisschen Musik drunter. Ja, nur schnell, da schau, 4-1-Sieg, 94. 4-1 ist es gesehen. Mach das doch noch einmal. Ich? Ja, aber Rumänien hat recht gehabt. Also, ich sag, irgendwie hatte ich jetzt mal im Buch gehabt, wahrscheinlich schon. Du bist schon gut, glaube ich. Nein, Frankreich, nee. Wahrscheinlich nicht. Brasilien. Nein, halt, England. Das hat die zuerst gesagt. England. Fuck. England ist Platz 1, dann kommt Brasilien. Aber der, du hast mich abgeworfen, weil ich habe gesagt, die 30-45 Millionen. Ich bin verunsicher, bin ein kleiner Günther Jauch. Dann hat eben England gesagt. England, ja, nein, England ganz klar. Also beide über eine Milliarde, Brasilien und England, yeah. Über eine Milliarde Mannschaft wert. Und er ist, wenn mich nicht alles täuscht, Frankreich kommt auch recht gleich mal. Ich habe gedacht, weißt du, Mbappé. Ja, das ist nicht die Zinsen bei 900 Millionen. Ja, das ist ja crazy. Die Schweiz plus minus 230 Millionen. Ich weiß also noch, früher, das war meine Lieblingsstory, ist der teuerste Spieler, weißt du, wo eben schon Ronaldo schon den Big-Wechsel gemacht hat und so, ist der teuerste Spieler aufgrund von allen Transfersummen zusammengerechnet, ist gesehen der Anelka. Weil der immer für 30 Millionen in der Premier League wieder gewechselt ist. Und das hat sich so addiert, dass da irgendwann so ein Gesamtwechselwert von irgendwie einer Viertelmillion gehabt oder so. Ich habe das so lustig gefunden. Aber auch krass, wie der Marktwert dann sinkt, oder? Wenn du nicht so einen Balotelli anschaust. Es ist ja das Auffangbecken eigentlich, das Sion. Oder? Gattuso, ein Balotelli. So. Halt krass. Am besten ist gesehen, das habe ich kürzlich schon mal jemand erzählt, aber wo der Constantin der Del Piero die Absage SMS im Blick gezeigt hat. Wo der Del Piero gefragt hat, und der Del Piero hat geschrieben: Amore, Amore Christian, ich kann nicht und so, ich liebe dich und schicke dir ganz viel Küsse. Das hat der CC dann im Blick gezeigt. Ey, Alter, nein, komm, wir reden nicht noch über sie. Nein, wir schon über die Super League reden und dann noch die Hater, das passt nicht. Aber was mir einfach manchmal krass ist, der Absturz, wie viel Wert ein Spieler plötzlich verliert und wie man sich eben selber in Abseits kann spielen kann. Jetzt im Fall von Mario ist es sicher auch viel selbst verschuldet. Aber ich dachte, ja, okay, der kommt jetzt auch mit 3,44 noch hier in die Schweiz, aber der ist ja irgendwie erst 34 oder so. Hey, ich habe den gesehen im Stadion, 4 Meter grösser als ich. Das Gefühl, der ist viermal so alt wie ich, so automatisch. Ich dachte so, ja. Aber ist 34, wenn ich nichts falsch sage. Vielleicht noch etwas, eine kleine Anekdote, wenn es um Schweizer Nazi geht, weil ich das immer als Kind, dass meine Helden waren, habe ich immer noch das Gefühl, die sind älter als ich. Ja, ich habe immer noch so das Gefühl. Das sind für mich noch so einfach so Vorbilder. So, weißt du, was ich wollte sagen? Yeah. Und ich denke, aber Alter, die sind halb so alt wie ich zum Teil. Mhm. Ich komme mir auch vor, wo in die 21 ist. Yeah. Und ich denke, hey, du kannst mein Vater sein. Crazy, das Shooter ist so crazy. Und darum, es ist so eine grosse Liebe, da können wir das auch abschließen. Der Fußball, was mir einfach schade dünkt, dass eben das jetzt halt das Jahr auch wirklich ein bisschen genommen wird. Definitiv. Ja. Aber das ist ja, wenn wir ehrlich sind, nicht erst jetzt ein Problem. Sondern jetzt wird es einfach den Leuten ein bisschen bewusster und jetzt sind nochmal die Umstände ein bisschen schlimmer gesehen. Aber Russland ist ja auch sehr offensichtlich schon gekauft gesehen. Ja. Bestochen. Ich habe das Gefühl, weißt, es ist jetzt nicht nur, wenn wir etwas Positives rausnehmen aus dem Ganzen, dass man den Lichtkegel auf Katar wirft, sondern natürlich die FIFA hat sich ein Hure ins eigene Bein geschossen. Das ist zwar lange her, aber jetzt die können sich jetzt wirklich, habe ich das Gefühl, nicht mehr so viel erlauben wie anno dazu mal. Das meinst du? Nein, das wette ich mit dir. Aber weißt du, das Schlimme ist ja, es ist ein eigenes Recht.
Es ist ein eigenes Rechtssystem. Ja, ich weiß. Das ist ja doch nicht der Blatter gesagt. Also mit deinem eigenen Rat. Wie hat der geheißen? Was? Wie? Mann! Er hat doch so einfach. Wie du sagst, ein eigenes Rechtssystem. Also, die sagen, ein eigener Aufsichtsrat, ja. wo aber wirklich auch legislativ. Ja, aber komm, ich komme zu wenig draus in diesem Kampf. Das ist ganz einfach. Wir sind ein Verein. Ja. Bist du dabei oder bist du nicht dabei? Und wenn du dabei bist, das sind unsere Regeln. Und alle machen es mit? Ja. Aber vergiss nicht, Sisi und FIFA ist von diesen Grosssponsoren abhängig. Und ja, ich frage mich. Interessiert es TikTok? Nein! Nee, okay, TikTok, aber ja, das ist okay, ja dann. Dann hat es geheißen, Gazprom hat sich auch noch nie gescheut, für die Champions League Werbung zu machen. Also weißt du, du findest immer irgendeinen Öltank, der sagt, kein Problem, wir haben da noch ein paar Milliarden. Ich denke manchmal, ich habe es gut im Mensch, wo. Und jetzt danke ich auch, aber nicht im Podcast, das weiteres Mal verloren haben. Ein weiteres Mal verloren. Der Feelgood-Podcast zerstört gute Gedanken. Nein, das ist, ich bin auch positiv gestimmt bei so Zeugs. Und ja, ich bin völlig im Scheiß wegen gewissen Sachen, wie zum Beispiel Formel 1. Weil die Formel 1 ist so, das ganze Konstrukt drumherum ist so fucking Banane, so ultimativ nicht ganz bache. Was dort eins an Material und Menschen umgeflogen wird, für dass sie dann noch ein Wochenende lang ihre super Benzinstoff in die Luft röhren für irgendwelche Preise, wo mittlerweile, weil es jetzt wieder so einen Hype hat, Menschen sich in die Armut zahlen, damit sie das mal können live sehen. Und das an ganz schlimmen Ort, wo eben andere Menschenrechte zählen. Und sind wir ehrlich, dort baust du ganze Städte auf für so einen Rundkurs. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ist dann nicht einfach ein Stadion. Das ist kilometerlang mit Gebäuden hier und da. Das ist riesig. Ja, und das wird eben immer. Weekend zu Weekend wird der ganze Container wird übergeschifft, ja, und wird wieder neu alles aufgebaut. Also weißt du, das sind ja dann, wieso? Professionelle Messstände. Also weißt du, früher irgendwie zu Basel hast du ja irgendwie Basel World gehabt, Uhren- und Schmuckmessen. Jetzt heisst es, boah, das ist ja krass. Irgendwie, weiss doch auch nicht, wer irgendwie Rolex hat ein mega schönes Haus in dieser Messhalle angestellt, oder? Und bei der Formel 1 machen sie das auf fucking jedes zweite Weekend. Das Energy Cube Prinzip, oder? Der Energy Cube ist ja ein anderes Prinzip, wo du so eine Lastwagen hast und nachher wird das alles ausgefahren und da. Und das ist dann ein funktionstüchtiges Haus. Und so weiter und so fort, oder? Und vor allem eben an welchen Ort sie das denn machen. Die sind sie in Abu Dhabi und in Saudi-Arabien und Baku. Haben auch alle sich aufgeregt, dass die Schweiz in Baku gespielt hat, oder? Ja. Als Teil von der Europa-Meisterschaft. Und es ist alles, ich bin dort völlig im Scheiß. Und dann merkst du aber, ja, irgendwie. Dir interessiert schlussendlich die Sportrennen an sich. Eben, und ich finde es halt einfach mega geil. Und darum, da sind wir alle gleich befangen, oder? Ich habe einfach ein bisschen Angst, jetzt noch zum Abschluss von der Schutt-WM, dass das Bild wieder auftaucht. Ich sehe dich gerade wieder, Mutzi. Dann während Corona, du willst Public Viewing gehen, du gehst allein. Du bist schlussendlich allein, irgendwo jetzt nicht im Prompto, aber so bei einem Public Viewing, es hat ein Typ dort, du fährst wieder an zu rauchen. Fühlst dich völlig einsam. Das könnte es eben dann schon werden. Nein, das nicht. Und vielleicht, wie du sagst, nach Abpfiff, alles vergessen, komm, jetzt gehen wir, ja, jetzt lassen wir rein. Ich habe das Gefühl, es wird schon ein bisschen so sein. Aber, hey. Aber weißt du, was mir anscheisst, vielleicht, ich sage zum 10. Mal abschließen zu einem Thema, ich kann einfach nicht damit abschließen, aber es sind verschiedene Aspekte, die wir anschauen. Ist einfach so die Lager, die es in den letzten Jahren gibt. Es ist so nie mehr ein Zusammenkommen, seit Corona. Seit Corona gibt es Lager. Ich meine, Corona in sich, die zwei Jahre, wie viele verschiedene Lager es hat gegeben. Es hat angefangen vielleicht mal mit der Maske, ja, Maske, nein, bis hin zu den Verschwörungstheorien, bis zu Schlafschaf und wer sich impfen stirbt in einem Jahr, bis zu ganz kruden Geschichten. Aber es hat sich Lager gebildet. Dann geht es weiter mit dem Krieg natürlich in der Ukraine, wo sich auch Lager bilden, soll man Waffen liefern, soll man nicht Waffen liefern. Pro Putin und nicht, gibt es ein paar wenige. Nachher
Nachher geht es weiter mit der Stromkrise, Energiekrise, was auch wieder Lager gibt. Alles Scheissdreck, wenn ich wollte, wo man bei meinem Radiator anladen, bis zu, hey, jetzt müssen wir zusammen etwas machen und sonst sollte man die bestrafen, die jetzt heizen. Dann siehst du die Lager. Und jetzt hast du sogar an einer WM. Eine WM, wo nach 4 Jahren endlich mal wieder in den Armen liegen, egal welche Nationalität und für wen du Fans. Am Schluss hat man zusammen gefeiert, zusammen gerannt, zusammen gejubelt. Und jetzt sind wir sogar dort, werden wir in Lager unterteilt sein. Die einen sagen, es ist eine Frechheit, dass du das gehst schauen. Die anderen sagen, das ist nicht so hure schwierig. Einfach schade. Ich möchte endlich wieder eine Zusammenführung von uns allen. Wie wir das hier machen. Absolut. Uns hängreichen. Aber also nur schnell, es ist ja nicht erst seit Corona, dass es so Lager gibt. Es mehrt sich und es häuft sich. Es hast du wirklich das Gefühl? Ja, massiv. Ja, was ist vor Corona gewesen? Wie, was ist vor Corona gewesen? Bei mir hat dann die Zeitrechnung noch angefangen. Aha. Paar sagen, vor Jesus Christus, vor Jesu Geburt. Nein, ich merke, was ich da nicht vom Fach bin. Die Zeitrechnung hat angefangen, wo der Jesus... Ja, geboren, offiziell. Ah, ist er geboren worden? Ja, aber was ist, irgendjemand hat dann gesagt, eigentlich war es eher so 6 Jahre vorher, nachher. Und es ist dann auch die Frage, ja. Egal, ja, können wir da nicht aufs Detail. Religiös, ja, Geburt Jesu. Dann wird die Zeitrechnung neu angefangen Geburt bei Corona. Jesus, ja. Nein, aber es ist vor schon Christus, häufige... nach Christus. Okay, es ist schon eine häufige Kadenz. Und vor allem sind es doch viel grössere, schwere Themen, die wir im Moment, weißt du, so unmittelbar haben. Also ich weiss noch, wo wir in Barcelona gesehen sind, schau mal, das Berner Lager, das Zürcher Lager, das Basler Lager. Hätte doch dort schon Lager gegeben. Ach komm jetzt, so ein Scheiß. Nein, das ist irgendwie, wenn ich so zurückdenke, vor 10 Jahren Barcelona, war eine unbeschwerte Zeit gewesen. Erst bin ich körperlich noch besser zu weg als jetzt. Ja, aber look, das ist ja, du tust einfach deine eigene Erfahrung in das Ding. Sorry, also dass dir das nicht auffällt. Doch, natürlich. Ich spaltig. Ja, ich wehre mich nur ein bisschen, wie ich das Gefühl habe, das ist schon immer so gesehen. Die Leute, es ist aber wie immer so, wenn mehr Leute darüber reden, dann hat man auf einmal auch stärker das Gefühl. Aber das hat es doch schon immer gegeben. Es hat immer schon die Lager gegeben. Ich weiß noch, was die schlimmsten Diskussionen sind gesehen nach 9-11, wo die eine Hälfte hat gesagt, es ist super, dass sie jetzt auf Afghanistan gegangen sind, und die anderen sagen, es ist katastrophal, dass sie auf Afghanistan gegangen sind. Und dann haben die Leute sich zu tot diskutiert. Es ist einfach nicht gesehen, man hat es noch auf Facebook gemacht und man hat es irgendwie, gut, Facebook schon wieder, aber du weißt, was ich meine. Nein. Aber es gibt immer Lager und es gibt immer Pro, Contra und es gibt immer Teamwahlen. Es ist bei uns, ja schon, mein Gott, was ist dort gesehen? Das ist lang vor Corona gesehen. Yes, es geht, weißt du noch, das ist sogar bei Energy ist das ein riesen Thema gesehen. Ist es gesehen, die massive Änderungsinitiative oder die Ausschaffungsinitiative? Eins von beidem. Klar, eine politisch, von denen, klar, politisch und ihre Demokratie. Ja, aber Corona ist ja politisch. Corona ist ja nach 2 Minuten politisiert worden. Das ist ja eigentlich gesehen. Ja, aber bei Corona ist doch etwas anderes. Bei Corona ist es darum gegangen, erstmal bist du selber da genau mit drin gewesen, in dieser Misere. Es ist um Solidaritätsfragen gegangen, wir helfen einander. Oder eben nicht. Also, das ist irgendwie unmittelbar gewesen als Politik, die halt nicht ganz so greifbar ist. Als Politik, Lager aufteilt, liegt die Natur für Sache für Politik. Ja. Darum aber haben wir auch Parteienwesen in der Schweiz. Ja, das ist ja klar. Aber ist ja klar, wenn eine WM zu Recht eigentlich auch, klar gesellschaftlich, aber hauptsächlich auch politisiert wird, weil du einfach merkst, das sind ja schreckliche Umstände, die dort sind, und du merkst auch, aha, ja, korrupt ist irgendwie auch nicht so geil, oder? Weil man hat immer gedacht, heile Welt, ja, es wird auf immer ausgelost. Ha, das Lösli hat gezogen, so ein Zufall, jetzt sind wir dort. Ich gebe dir recht, dass es das immer mal hat gegeben, aber nicht in so in kurzen Abschnitten immer wieder. Und ich habe das Gefühl, seit Corona bis jetzt ist es fast nie ein Zusammenkommen. Ausser vielleicht jetzt den Sommer, wo wir mal durchschnaufen können. Aber weißt du, was wirklich für das würde helfen? Also eine Weihnachtsfamilie essen. Oh, das wäre schön. Oh, nein, schade, das kann ich leider nicht. Du bist ein bisschen ein Wundegorer. Kennst du den Wundegorer? Das ist doch ein schönes Zusammenkommen. So, wie lange sind wir dran? Ey? Ja, aber hör auf. Du musst auf Bern, wo die Form für Abend und fühlst du dich gut? Ja, nein. Eigentlich gar nicht so. Nein, der Chris hat das gut gemacht. Auch immer an Schuhe. Ich wünsche mir das im Podcast im VO. Also, der Krigu? Bei euch war es der Krigu. Der Krigu, geiler Sieg, weil einer, weißt du, der da gerade rein haben. Excuse.
Danke, man kann mich mieten. Okay, ja, komm mal auf Bern. Das haben wir, wenn die Sprechstunde live ist mit dem Faktenchecker, dann kommt der Daniel Koch halben. Yeah. Und der ist dann dort am Googlen. Und das merke ich, das erleichtert das Ganze. Also es nervt, aber du nicht so kannst behaupten, oder? So kannst sagen, es ist ja so! Und dann ist hinten dran, kommt sie auf dem Bildschirm, nein, es ist nicht so. Schelker hat recht oder umgekehrt. Das würde natürlich manchmal so ein bisschen den Streit zerstören. Oder heisse Diskussionen, aber ich wünschte mir es ehrlich gesagt manchmal. Das ist ein gutes Ass im Ärmel. Mutzi. Absolut. Also ich bin eher wie nennt man das? Was bist du da? Du? Ich habe es gar nicht zugelassen. Also er ist Ass, aber ich bin eigentlich der Unter. So. Ah, ich bin okay. Der Unter vom Christoph. So muss man es eigentlich. Kann man es auch anschauen. Ja, genau. So muss man. Aber noch Werbung für deine Auftritte. Hast du jetzt auch noch? Wann bist du zu Bern im Dezember? Hey, im Dezember bin ich nicht zu Bern. Leider nicht. Ich komme dann mit dem neuen Programm komme ich dann auf Bern wieder. Super. Aber das ja, ich habe mir ja sagen, ist jetzt einfach ein Flickenteppich von alten Programmen. Was? Das 34 Jahre Mutzenbecher. Das habe ich nur zu Basel gemacht. Aha, das kommt gar nicht auf Bern. Nein, das ist aber das würde ich als Comedian sicher auch mal machen. Best of Tour, das ist doch cool. Ja, aber nicht eine Tour. Das ist wirklich das ist reine Spassgeschichte gesehen. Ich habe einmal im Zelt Zürich ich gefunden, komm, ich mache mal so ein bisschen so ein allgemeines Ding. Weil ich auch gefunden habe, dort habe ich noch nie gespielt. Dort kann ich sicher mal auch die ein oder andere Altnummer zeigen, weil es ein Publikum ist, das mich noch nie gesehen hat. Und dann bin ich in Basel, habe ich gemerkt, aha, das Programm, das ich jetzt spiele, habe ich in Basel schon sehr oft gespielt. Und habe gefunden, ob ich will ja trotzdem in Basel spielen. Dann habe ich gefunden, komm, machen wir mehr so für eben so eine schönes Zusammenkommen, was du auch siehst. Wirklich ganz viele tolle Menschen sind zusammengekommen und haben eine gute Zeit gehabt. Darum, eigentlich die Lösung ist, kommen dann Comedy-Shows. Das ist ein schönes Zusammenkommen. Kann ich gleich noch schnell abschließend fragen? Yeah. Gibt es unter den Comedians auch so Beef? Also weißt du, wie in der deutschen Rap-Szene? Ah, natürlich. Also ich kann dir jetzt sagen, so Beep und... gibt es da wirklich Hate? Hasst man da lang? Ist es eine Konkurrenz? Wenn ich auch so TV schaue oder so Comedy-Shows, denke ich mir, die sind alle Arm in Arm. Aber wiederum, politisch gesehen, sehe ich irgendwie der eine in der Arena, wo sehr auf der rechten Seite argumentiert und andere noch immer ganz anders. Siehst du irgendwelche Verschwörungstheoretiker wie Gabirano und ein Büssi, wo dort propagiert natürlich auf der anderen Seite, wenn es um Corona geht. Also irgendwie, ich finde das so ein bisschen wie die Schlagerwelt, wie die dann alle in den Armen liegen. Und irgendwie. Nein, es ist ein sehr, sehr spannender Aspekt, nämlich es gibt Beef in Deutschland. Das ist schon mal sehr pauschal zu sagen. Auf jeden Fall. Weil Deutschland ist mittlerweile so eine Riesenszene und ich weiß von einzelnen Locations, die haben eine Blacklist, wo klar ist, die Person darf nie mit dieser Person zusammen in der Show sein und das darf nicht sein und da, 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 da. So. Es hat aber einen großen Unterschied. In Deutschland kannst du 10 Jahre rumtouren, ohne dass du irgendjemanden wieder siehst. Also du kannst das eben sehr gut steuern. Deutschland ist ein fucking riesiges Land. Die Schweiz ist ein spannendes Konstrukt, weil die Schweiz ist wahnsinnig klein, die Schweiz ist noch kleiner. Zu der Zeit, als ich angefangen habe, haben ein paar andere schon gespielt und ein paar andere zu der Zeit angefangen. Das gibt schon mal ein grundsätzliches Gemeinschaftsgefühl. Und dort sind wir wirklich gesehen, wir sind die einzigen Komischen, die hier etwas machen. Wir machen irgendetwas anderes als die anderen. Und das gibt eine mega Verbundenheit, oder? Das passiert auch mit der nächsten Generation an Comedians, die danach gekommen ist, wo irgendwie so ein bisschen in den Kreis dazugehören. Und wir sind wirklich eine große Familie. Und das meine ich dort ernst. Eine große Familie ist, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Weihnachtsessen erlebt hast, aber eine große Familie ist zum Teil auch mit Liebe dysfunktional. Das heißt, effektiv, es gibt kein Beef, aber natürlich bin ich nicht gleicher Meinung wie gewisse andere Leute, aber wir haben ein ganz starkes Verbundenheitsgefühl, weil das ist bei der Comedy, glaube ich, deutlich stärker als bei Musik. Weil ich glaube, zum Beispiel Schlagerperson wird jetzt mit Heavy-Metal-Person nicht gerade so eine automatische Verbundenheit haben. Kann es sicher geben, aber nicht ausschließlich. Und bei Comedy gibt es das automatisch. Du hast, egal wie verschieden die Leute sind und egal wie unterschiedlich die zu mir denken und so, ich habe ein starkes Gefühl von Verbundenheit, weil wir haben etwas gemeinsam. Und das ist Comedy. Und das ist wirklich, ein bisschen Lebensphilosophie, das ist ein bisschen Grundgefühl. Das ist, wir haben in diesem Punkt sitzen wir alle im Gleichen. Und,
Und aber das wäre ja wie wenn ich alle Radiomoderatoren in der Schweiz gerne hätte. Ja, aber du schaffst nie mit denen. Das macht natürlich auch nochmal, das bringt auch nochmal etwas dazu. Ja, aber du schaffst ja, ja gut, okay, ja. Aber ja, natürlich, wir sehen uns mega oft und okay. Es ist ja dann nicht nur auftreten, es ist ja dann eben drei Stunden vorher dort sein und dann gibt es vielleicht sogar ein Essen. Dann gibt es jemanden, wo du sagst, hey, dass wir jetzt noch mit auftreten, das ist eigentlich schön scheiße, oder? Weil es ist jetzt wirklich ein schönes munteres Nacht. Okay. Und dann gibt es andere Mal, wo man sich eben auch mal sehr anzofft. Ja, ich finde, ich habe von außen betrachtet, manchmal sind es so kreuz verschiedene Dudes, aber du hast mir jetzt versucht zu erklären. und ihr applaudiert einander und habt einander gerne bei diesen Comedy Awards, die ihr euch selber abfeiert, weil sie euch ja auch mal gönnen. Wir haben übrigens auch einen Award gewonnen. Ich höre da. Nein, überhaupt nicht. Aber irgendwie so, die haben einander gerne, die kennen einander, die sich unterstützen. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, das ist ein Vollidiot. Warum klatscht jetzt ein Mutze für diesen Vollidiot? Oder so, das denke ich mir auch. Ich würde klatschen. Wenn ich also Charlie ist wirklich ein guter Freund von mir, darum habe ich geklatscht. Ja, es ist auch so. Aber ja gut, da muss man sich auch irgendwie aufführen an diesen Awards und so. Das ist auch nochmal etwas Spezielles. Außer Oscars muss man sich auch nicht mehr aufführen, haben wir ja das Jahr lang. Yes, es geht. Nein, wenn der Mutzi mal einen mit Schnurren geht holen. Vorne, das wünsche ich mir. Gabirano und Meloni Ring drücken. Aber also, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich in den Comedy Awards für irgendjemanden geklatscht habe, den ich nicht wirklich toll finde. Okay. Nein, das hat mich nur interessiert. Nein, also ich finde, wie du sagst, es ist eine kleine Gruppe, aber die wachst du wachst. Wenn wir natürlich all die TikToker und YouTuber jetzt reinnehmen, die da aus dem Boden sprießen, werden immer wie mehr. Die Luft wird dünner und ich bin dann gespannt, wie sich das entwickelt. Hey, aber das ist das, was mir eh schon klar war. Und darum, ich mache jetzt noch schnell eine Klammerbemerkung, wenn ich jetzt von dieser Familie rede und so, dann ist das schon so. Hauptsächlich rede ich von Stand-Up-Comedians. Mm. So, aber natürlich gibt es da noch ein paar andere. Der Rob Spence ist jetzt der klassische Stand-Up-Comedian, Helga Schneider, auch nicht im klassischen Sinn und so. Aber wir sind nicht wirklich so eine große Gemeinschaft. Und da gibt es immer so ein paar, eben so, es gibt immer so ein bisschen mal der komische Cousin, der ein bisschen mehr außerhalb ist und so. Aber es geht für alle eine Berechtigung und es ist dort auch sehr im grundsätzlicher Gedanke von «Lass mir machen, was ich will machen auf der Bühne», das heisst, ich lasse auch dir machen, was du willst machen auf der Bühne. Also man muss sich ja den Raum lassen. Und eben, man ist logischerweise nicht gleicher Meinung bei vielen Sachen. Und das ist ja gut so. Das heisst aber nicht, dass man sich nicht gern hat. Oder? Wie viele Familiengeschichten hat es gegeben von irgendwie «Die Person will sich nicht impfen lassen, die Person hat sich schon geimpft und irgendwie wegen dem wollen sie sich jetzt gerade nicht mehr sehen und es gibt eine riesige Diskussion und so weiter und so fort. Hey, und dann geht das so ein bisschen vorbei und dann sagt man irgendwann, hey, aber ganz ehrlich, du bist ja trotzdem, keine Ahnung, mein Bruder, meine Mutter oder was auch immer, hey, wir lieben uns doch. Also, das gehört dazu. Die ganze erweiterte Szene ist natürlich schon so. Ich bin nicht mehr ganz so deep in Kontakt mit der ganzen Open-Mic-Szene. Die ist sehr im Wandel und so. Mhm. Und ich weiss auch von zwei, drei Leuten, die es jetzt irgendwie nicht mehr so gut haben. Aber das ist ohne Scheiß, das ist so sehr in einem sehr breiten Spektrum. Aber das, was in Deutschland auch gibt, dass so die Satiriker und die Intellektuellen die Stand-Up-Comedians belächeln oder Mario Barth oder so, das kommt dann vielleicht hier langsam an, denke ich mir. Ja, bin ich mir nicht so sicher. Weil irgendwie dort effektiv die direkte Verbundenheit zu den Leuten stärker ist. Dass der eigentlich wirklich wurscht ist, was die Person auf der Bühne macht. Sondern eben, hat man es gut oder hat man es nicht gut? Und ist es nicht auch ein bisschen politischer in Deutschland? Ich weiß es nicht. Kommen die im Allgemeinen? Gehen wir zu deep? Nein, würde ich auch nicht sagen. Okay. Also dann gehst du mal mit dem Thiel und mit wem? Mit dem Rima und mit wer hat noch polarisiert? Der Rob Spence hat doch ein wenig die Fresse geholt, oder nicht? das ist behauptet worden. Ah, okay. Ich kann da nicht... Ich bin eh nicht dabei gesehen. Aber da geht etwas, ja, ist zehn. Das finde ich geil. Sollte mein Moderator irgendwie auch mal wieder ein bisschen haben. Das ist alles ein bisschen brav. Das ist halt Corona. Ich glaube, Corona hat viel... Ja, Corona, gemacht, absolut, absolut. Auch nochmal, am Rima hat man viel Unrecht. Und völlig, wir hatten dann halt keine anderen Themen gehabt. Wenn du etwas heiß kochen kannst, wenn es vor allem noch in der Promi war, der sich zwei, drei Mal Zeit aus dem Fenster gelehnt hat, und er definitiv gemacht hat und plötzlich dort auch wieder Fame geschmeckt hat, obwohl er Fame hat. Aber wow, ich habe 3000 Kommentare bei mir und 5000 Likes bei diesem Facebook-Post. Ich mache es einfach weiter. Das ist für mich auch im weitesten Sinn nachvollziehbar und menschlich. Jetzt habe ich das Gefühl, ja, das ist wegen dem nicht ein böser Mensch. Hey, Mutzi. Hey, voilà. Hey. Hey. Habe ich gefroren.
Wir gehen uns die Hand zum Schluss, weil du gesagt hast, man muss sich irgendwann die Hand geben. Das ist doch gut. Ah. Das ist doch, oh, ich spüre deine Energie. Okay. Ja, jetzt wird es esoterisch. Ja. Spürst du die Zeit, ich brauche das Bier. Hey. Gute Zeit. Gleichfalls. Ich gebe noch einen kleinen Insider-Tipp. Yes. Sprechstunde. Weniger Alkohol trinken. Nein, Sprechstunde. Aha, du gibst den Tipp. Ja. Ja, da darf man mal reinlassen. Das ist ein klein, aber feiner Podcast. Ich wünsche euch, dass ihr endlich mal ein paar Hörer rein werdet haben. Danke. Ja, es wäre wirklich toll, wenn auch bei euch mal. Kann man es verlinken irgendwo noch? Ja, ja, kriegen wir an. Kriegen wir an. Chris, kommt das her. Merci, Chris. Ja, geile Sicht, sagen wir zu Bern. Bis bald. Und bis dann. Bis jetzt. I'm not afraid of the dark.